Du siehst das ja an, ne? Naja, noch nicht. Nee, kannst gleich machen. Jetzt. Jetzt er Dann mache ich startet. mal. Und mal gucken, was gleich passiert. Also OBS läuft alles flüssig. Da oben ist läuft's auch flüssig. Ist nur ein bisschen Latenzversatz drin. Okay. Jetzt mache ich das Spiel an. Das ist auch da und läuft. Heißt, da oben ist es noch nicht bei YouTube, kommt jetzt aber. Da ist es. So, jetzt tüdel ich mal ein bisschen rum. Bild bei OBS sieht rattenscharf aus, richtig gut. Joa. So, ich habe jetzt eine Handbremse. Siehst du was? Da ist eine Latenz ist da drin, ja, das ist okay. Aber da unten OBS sehe ich jetzt, das sieht rattenscharf aus und eigentlich. Ja, Dings kachelt oben bei YouTube. Jetzt läuft er aber auch in 1080. Läuft er sauber? Ja. Was du siehst und so? Ja, das sieht jetzt sauber aus. Ja, weil wie gesagt, das Spiel läuft jetzt Oha, hier denn los. Läuft in 4K, also 3000 und Auflösung. Die Bildschirme beide, das Spiel. Und das wird von OBS runtergerendert auf 1900 und. Das kommt, also die Daten, die kommen bei Dings an. Zu viel kann es auch nicht, da bringt meine Leitung nicht nachher. Das haben wir ja mit anderen Spielen aber auch. Aber OBS kriegt ja dadurch schon, oder YouTube kriegt dadurch ja schon erstklassige Ware, wollen wir so sagen. Ne? Das, was ich hier sehe, ist bombastisch. Ich habe ein Spiel noch nie so gesehen. Jetzt den 17er in 4K. Und läuft. Gut, CPU-Auslastung habe ich jetzt 65%, aber das ist alles 70. Ist okay. Vorher weniger gewesen. Ist das guckbar bei dir auf dem Bildschirm? Ja. Weil das sehe ich nicht ganz so. Können wir das einen Augenblick weiterspielen? Aufhören war vorhin ein Livestream. Splicker, ja, wir hatten ein bisschen Internetproblem. Ich habe das gerade mal eben so ein bisschen mit EWE abgeklärt da. Super, nun klappt es. Wollen hoffen. Die haben das da hinten da in Oldenburg alles neu gestartet, eben den ganzen Scheiß. Wie sieht's aus bei euch, Leute? Du hast als Titel LS15. Ja, das stimmt. Pobo-Tute. Hast du vollkommen recht. Ist ja auch LS15. Ich will jetzt nur mal gucken, was bei euch da so ankommen tut. Wie das aussieht. Also, was ich hier sehe, ist, ich habe so LS15 noch nie gesehen hier. Muss ich ehrlich sagen. Im OBS ist genauso rattenscharf. Ich habe jetzt natürlich V-Sync auch noch an. Das kann ich natürlich noch mal, müssen wir noch mal neu starten, eben mal eben ausmachen. Das geht ja auch noch ein bisschen auf im Malocher, ne? Das kann ich mal eben wieder ausmachen. Mal sehen, ob das denn besser wird. Noch ein bisschen. Dann komme ich ja nur da vorne ran. Mach ich gleich wieder an. Einen Moment. Boah, der lädt auch ratzfatz jetzt. V-Sync an, aus, das brauche ich nicht. Fenstermodus auch aus, 8-mal und Dings, ne? Und Very High, höher geht's nicht, oder? Ne. Zwecks von der Grafikkarte. Ja. Ach, jetzt kann ich auch mit der Maus so rüberflutten hier, dann. Also wir haben hier noch ne, zur Auswahl einmal Björnholm sowieso, Tungsdorf, da wohnen Oma und Opa und Herder. Next Story, wer die gesehen hat. Timo Meier, Moin Butcher, 1080p läuft super. Timo, danke schön fürs Feedback. Helf mir mal ein bisschen dabei zwischendurch, ne? Das ist jetzt wegen der Einstellung. Also eben war es Internet, das war nicht YouTube, das war EWE. Quantico mit ein bisschen Getüdel hier drin, das wisst ihr ja, Schöneberg wird schon lange in den Gängen, sieht man ja. Und natürlich. Mit Claudio die Freidorf. Ne? Die Storys stehen alle.
Ich mir gedacht, mal ein bisschen Schönebeck. Weil da war ich vorher mit der alten Karte und den ganzen Kram noch in den Gänge und hab versucht, da krampfhaft noch das Shop at Store runterzuholen wegen dem Daddeln. Brauchst gar nicht. Also was ich hier sehe, ist nicht ein Gedaddel drin. Gar nichts. Und dann müssen sich irgendwann in den nächsten Tagen müssen sich da EWE warm anziehen, ne? Der Kuhnbild und Hund ist super Butcher. Gut. Dann wollen wir mal eben gucken, was wir da heute um 15. Ich habe, wie gesagt, ich habe das gestern Abend nur mal aus angemacht. Ich wusste auch nicht so recht. Ich habe Maps geguckt und Modes vom 17er und hin und her. Ich denke, ach Mensch, mach mal den 15er Schöneberg an. Und dann habe ich das mal so eingestellt. Boah, Alter, was das für ein Bild, ey. Geil. Und dann schoss mir aus dem Kopf. Habe ich da ein bisschen auf rumgefahren, habe ich voll Lust gekriegt, ne? So. Und? Ja. Alles gut. So ein paar Düdels sind da drin, an der Seite, aber das ist gut. Ne? Guckt euch das an. Das habe ich V-Sync rausgenommen. Mal gucken, was du kommt. Das fahren, gehen wir erstmal wieder hin dahin. Wo sind wir denn? Muss ich mal wieder angewöhnen hier. So. So richtig Rattentitten geil hier. Ach, hier müssen wir die Ecken noch putzen. Da kommen wir gleich zu. Hier war überall Shoppage Store drauf auf den Äckern. Hier ist auch. Müsst ihr euch mal angucken, wie das aussieht hier. Cool, ne? Hier, da wo das Stroh drauf war, guck mal. Also so habe ich das im 17er noch nie gesehen. Gut, man kann jetzt den scheiß Verkehr noch ausmachen, ne? Muss ja mal gucken, was überhaupt noch los gewesen ist. Da muss Misch drauf. Oder Gülle oder irgendwann. Haben wir Stroh runtergekloppt. Können wir alles noch machen heute, wenn wir hier Lust zu haben. Ich habe ein bisschen rumgedrillt gestern noch schön mit einem neuen 36er von CMT, ne, von Smitty. Ja, mit dem Sound und dann alles. Ich sag mal, im Verhältnis vom 15er zum 17er kommen die 17er Leute nicht mit. Sowas von cool. Die CPU muss jetzt ein bisschen mehr rechnen, das ist schon ja. Aber ist alles noch im Rahmen. Weil die halt jetzt das große 4K-Bild kriegt, ne? Muss das runterrechnen auf 1,89. Ich hoffe, dass das bei euch da oben auch so gut ankommt dann. Warte mal, können wir erstmal am Hof fahren? Kühe füttern müssen wir auch mit Zeit. Das Wasser hin. Legge. Ist da noch Dünger drauf? Kann man das auch sehen hier? Weiß ich gar nicht. Wachstum ist. Nee. Ist da Dünger drauf oder nicht, oder was? Ist du noch da, Thoralf? Ja, ich bin noch da. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, muss man hier eigentlich düngen oder was? Ich weiß das gar nicht mehr. Die Felder was? Ja. Ja, ja. Ja. Hier hast du, glaube ich, bloß eine Stufe, wa? Hier hast du nur eine Stufe, ja. Das ist unsere Elke hier. Aber die Story kennt ihr alle. Ihr habt ja alle schön die Let's Plays geguckt. Dann wisst ihr auch, was hier los ist eigentlich, ne? Hier tüdeln Elke rum und Gerd und Helga und Bruno Kowalski von der Story her, ne? Und Gerd und Karl.
Na gut, wir können ja nachher umdödeln, woanders hin. Aber das fand ich sowas von geil gestern. Ich denke, och, lass mal andaddeln. Dennis aus Dortmund. Jo, mega da gut. Geht so. Hier ein bisschen mit Dödel, ne? Andreas Nips, moin. Zu Henry, hallo. So, und erstmal ein bisschen rumfummeln, ne? Bild ist gut so bei euch, oder was? Andrea, André. Moin, Butcher, Lübt. Jupp. Bis jetzt, ja. Sieht doch einigermaßen aus, oder was? Ich weiß es auch nicht. Also, was ich hier in OBS, das ist genauso scharf wie hier. Bei euch wiederkommen? Ja, das ist auch okay soweit. Agrarbetrieb MSP. Gibt es für den 17er? Was gibt's für den 17er? Moin, Herr Nachbar und Chat. Guck's, moin. Ich muss von außen gucken, damit wir die Ärger mitkriegen. Das Lübt, das Söd, Jörg Meier, moin Butcher und Thorat, jo, Jörg, moin. Angeln moin. Enzland, moin. Bild ist gut, Butcher, da siehst du, denn ist auch gut, wenn gut ist. Richtig gut, oder was? Darum geht das, sonst kann ich nochmal nächstes Mal mit der Einstellung rumfummeln. Weil hier ist sowas von scharf, ich habe den 15er noch nie so gesehen hier. Richtig geil. Also ich glaube, da bin ich auch erstmal für mich privat, sag ich mal, vom 17er kuriert. Weiß ich auch nicht. Da müssen sich schon was mit Maps einfallen lassen. Weil das, was Andi hier abgeliefert hat, sag ich mal, das ist ein krasser Gegensatz zu dem, was da im Moment um 17er düdelt, finde ich. Von der Realität und sowas her, wie ich das jetzt sehe hier gerade. Cool. Siebeltal Let's Player, moin. Nur ich möchte das natürlich auch, wenn es geht, so scharf in bei euch ankommen, dass das bei euch so ankommt, ne? Aber wie gesagt, das ist dann eben halt leitungsbedingt ein wenig. Wenn hier es auf 9.000 bis 10.000 hochgehen könnte, wäre natürlich geil, ne? Sieht super aus. Timo, danke. Laufen tut's auch. Jo, so wie ich das sehe auch. Aber kann ja mal bei euch auch mal anders sein. Doch alles grün jetzt. Eben wo das rumgedaddelt hatte, da ist irgendwie der Datentransfer zusammengebrochen. Aber alles nur noch dunkelrot hier oben bei YouTube. Jetzt alles grün wie immer. Hauptsache, das Bild ist gut bei euch und der Ton. Meine Augen haben wieder Zeit zum Schauen. Reinhard, das ist schön. Cool. Und die Maschinen, die hatte ich alle. Der ist zum Beispiel von Timber 1931 gemacht, noch im 15er. Die anderen meisten alle von Smitty. Von dem Tschechen, ne? Und geil, nimm's rein, fertig. Und die habe ich alle ein bisschen schneller gemacht, ein bisschen rumgefummelt. Die ist eigentlich, in diesem Ding ist jeder Mut verdödelt irgendwie. Ein bisschen rumgefummelt. Und das sind ein paar Megabyteys. Moin Brüning, moin! Das Coole ist, warte mal, wenn ich jetzt darauf gehe, kann so mit dem Maus in Chat und das bleibt alles stehen, das ist cool, ne? Nicht so wie vorher, dass mir die Fenster abhauen wieder und all so ein Kram. Hä, was hab ich jetzt gemacht? So, gut, weiter. Dirk Behrendt, grüß dich! Dirk, moin! Ich hab 3D. Ole, du hast 3D? Wo? Wo wohnst du eigentlich, Bitcher? Im Haus, habe ich dir eben schon erzählt, Ole. An der Nordseeküste. Du wohnst an der Ostseeküste und ich wohne an der Nordseeküste. Ne, Ole? An Oles Jahren, glaube ich, ne?
Andreas Nips, supi. Sagst du supi? Ja, kann man gut gucken. Ich hab da oben jetzt von YouTube nur so ein kleines Tüdelbild. Da sehe ich das auch nicht so richtig. Wie mir da gemacht hat, ist gut. Ja, andere CPU nochmal her, die ein bisschen fixer ist. Dann ist das natürlich noch schicker alles, ne? Alexander Redeker, moin. 100 Zuschauer. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen bei euch und hoffe, dass euch das mal Spaß macht, hier einen alten 15er mal zu daddeln. Augenblick. Wir können ja immer noch umschalten, das ist ja gar kein Problem, ne? Schöneberg ist die beste Karte von LS15, ja. Tungsdorf habe ich auch noch, aber nicht die veränderte, die ganz normale, und da spielen, wie gesagt, Opa und Herder, ne? Und mein Bruder Klaus und Frauge spielen da. Klaus und Frauge haben den. Haben den Kuhhof, wenn du mal geguckt hast, und Opa und Hertha, die haben Kartoffelhof, ne? So ein, mit Kartoffeln und Rüben und so ein Scheiß. Mal Opa noch, aber der ist schon so alt. Der hat nur noch Blödsinn im Kopf. So storymäßig. Es läuft ja auch alles noch. Und da muss ich dann ab und zu mal immer hin, ne? Und aushelfen. Opa helfen. Und erstmal einen Augenblick düdeln hier. Wo ist Tante Ilse, Gamer? Die ist in Urlaub. Tante Ilse. Again, again, LP. Moin. Cool. Rattenscharf, du. Gut, so ein bisschen, ich sag mal, verändert jetzt, wenn man jetzt die Modelle, also so im Groben und Ganzen raten scharf. Finde ich gut. Ist natürlich klar, zum 17er, da haben sie jetzt so ein bisschen die Kanten noch rund gemacht und sowas, ne? Aber sonst so viel verändert ist hier gar nicht. Niklas Bleckner, moin Meier, achso, cool, Boschi. Bild und Ton sind bei mir super. Das ist die Hauptsache. Guck's. Bin mir da immer nicht so sicher, ne? Ich möchte ja dann immer das Beste so weit wie geht hier rüberbringen. Also ich sehe das wirklich, habe ich noch nie so gesehen, das war anderen. Den 15er, der macht richtig wieder Spaß jetzt aber. Und auch jetzt, wo ich vorher war, das nur an Rumdaddeln. Darum wollte ich erst das, Problem war ja am 15er so, das Shoppage Store hier, das Stroh da runter, und dann kann man den Mod rausnehmen, weil sonst die Textur liegen bleibt, trotz man das den Mod runternimmt. Brauchst du nicht. Alles gut. Nö. Rennt und irgendwie und. Ja. Mit der Grafikkarte, ob das da jetzt liegt, denke ich mal, dass, weil die so viel Saft hat, auch noch mitläuft, ne? Kannenleitung volle Pulle an, brauchst glaube ich gar nicht mehr. Anisotrope Filterung volle Pulle an, alles volle Pulle an. Nur V-Sync habe ich eben ausgemacht. Brauche ich nicht. Wie gesagt, ich muss mich da auch noch mit in die Grafikkarte, in die Software mit rein tüdeln. Ich hab lange keine GeForce gehabt, jahrelang. Wann kommt die wieder? Jo, auch die Tage noch. Wieso will ich jetzt ein bisschen mehr auf Let's Plays umsteigen wieder, ne? Jawohl, schönen Gruß von Aussee. Jawohl, moin. Ja, viel, viel mehr Let's Plays machen. Prodax. Ey, wo ist mein Prodax? Da oben. Ei. Eben gar nicht gesehen. So schnell durch hier. Guten Morgen, Chef und Chat. Prodax, komm nach Discord rein. In der Daddelstube. Kannst ein bisschen labern. Wenn du möchtest. Bis zu 110 Zuschauer, also ist wohl doch nicht so ganz euer oder 15er, aber das ist mir egal. Mir macht das echt Riesenspaß, das Ding. Tja. Und jetzt, wenn man sich hier so ein Bildchen macht.
Sonnenuntergang. Geht das auch? Ne? 10? Wo waren das noch? Ach, Drogen. Glaube ich. Ja gut, der braucht jetzt ein bisschen länger. Weil das ja auch riesige Plakate werden. Die muss ich nachher runter skalieren dann. Seit wann LS15? Michael, seit 20 Minuten. Spielen tue ich das schon ewig. Morgen. Hallo. Na? Hallo. Wie sieht's aus? Ach, ausgeschlafen. Hast du ausgeschlafen? Ey, das ist ja mal was. Also, ne? Oh ja. Wenn du richtig ausgeschlafen hast, das ist ja schon mal ganz gut. Das ist schon mal die halbe Miete. Ich habe heute bis 11 Uhr habe ich geschlafen, das ist ja nicht normal. Ja und? Mach doch nichts. Hast du gebraucht. Wollte ich auch erst. Ich bin um 7 ins Bett und um 10 wieder hoch. Weil ich habe ja gestern Abend noch, wie gesagt, da Mods und hier rum geschnibbelt, habe ich ja schon lange nicht mehr für einen 17er. Und dann kam ich irgendwann hier drauf und dann habe ich das auf 4K eingestellt. Ich denke, Alter, sieht das geil aus. Das spielst du morgen. Nee, ich bin gestern, keine Ahnung, wenn ich schon, ich glaube, gestern hat ja noch Schwester schnell um halb 10 geschrieben, ob ich noch schon schlafen bin. Habe ich gesagt, nee, dann ist sie noch schnell vorbei, weil ihr Mann hat irgendwie Halsweh. Die sind ja heute Morgen in die Ferien und dann habe ich ihr noch schnell Tropfen gegeben und bin dann ins Bett. So eine Epidemie ausgebrochen bei euch oder was? Ja, anscheinend, ja. Nach Schweiz. Ich bin ins Bett und eingepennt und heute bis 11 Uhr und einkaufen und danach habe schnell was gezockt und jetzt alles. Ja, ja, hab gezockt und jetzt alles fertig. Hab gesagt, so jetzt gehe ich den Butcher zu gucken. Oh, mal gucken, war ganz easy. Ich hatte eben schon wieder Internetprobleme mit EWE hier, Scheißdreck. Aber naja. So, ich hab schon gelesen, ja. Ja, du. Ist halt so. Jetzt ist natürlich ein bisschen lütt bei 4K, ne? Aber na gut. Pferdesuch macht klug. Es läuft ein bisschen anders, die ganze Geschichte hier. So, dann wollen wir sehen, ob Elke dabei geht. Ich schätze mal schon, ne, Elke? Was habe ich mir noch umgestellt? Ach, jetzt ist der wieder an. Ja, okay, dann muss ich wieder ausmachen. Das Hallo, Tolalf. Hallo. Na, wie geht's? Gut. Alles klar? Ja. Du so leise Healer? Bist du in der stillen Ecke? So Leute, hier. Vor allen Dingen, das Gute ist, wir haben jetzt einen Helfer an. Also die Elke hier, habt ihr ja gesehen. Und was ich schon mal angezettelt hatte das letzte Mal, wenn ich jetzt auf 0 drücke, dann haben wir das Helfer-Tool. Seht ihr das? Und hier kann ich jetzt das Vorgewende einstellen, was der Helfer einhalten soll. Das heißt, er kann ja ruhig im Graben liegen oder sonst irgendwas. Wenn ich sage 10, 20 Meter, 15 Meter, Helferanzahl einer hier. Ich kann aber auch 3, 4 im Versatz fahren lassen. Dann würde der hier fahren, würde 3 weitergehen und die anderen beiden würden da im Versatz. Hier habt ihr es gesehen. Das ist geil. Im 15er. Das ist affen geil. Hast keine Probleme mehr, dass du irgendwo gegenfährt oder sonst irgendwas. Der lässt dir dein Vorgewende stehen mit einem Mund an. Einmal für dich selber und einmal für den Helfer. Auch für dich selber kannst du das ja auch, wenn du mit GPS fährst, kann man ja am GPS einstellen. Ne? Ist cool. Einfach genial. Das sind Sachen, die sind im 17 überhaupt nicht drin. Hier läuft die wie heißt das andere Ding da noch? Wo der Helfer dann mit dem Drescher oder was umzufährt, der ganze Kram. Das läuft im 17er noch nicht. Autokombine, genau. Das für einen Helfer nehme ich, also für einen Trecker nehme ich nicht gerne, weil das schmiert, hat früher mal, ist das Spiel oft mal genug mal abgeschmiert nach ein paar Tagen. Lief erst ein paar, 3, 4 Tage richtig gut und dann irgendwann und hat Ressourcen gefressen ohne Ende. Aber das für einen Drescher und für einen Häcksler optimal. Supi. Jetzt mit der Grafik hier, ich wusste nicht. Ist alles gut. Na gut, da hat sie jetzt die Spitze erwischt, da macht sie nicht mehr weiter. Ne? Aber habt ihr gesehen eben, ne? Das sehen wir nachher nochmal ein paar Mal. Voll coole Sache. Das heißt, ich kann die ansetzen und brauche mir keinen Kopf machen, dass sie irgendwo reinjuckelt. Ich könnte mal ein bisschen brighter machen, aber ist jetzt egal, die paar Dinger da. So. Gerade Linie, rechts klicken, Helfer an und Elke fährt. Wird ein schickes Bild. Ja, Nadja Möhring. Seid ihr im Wall? Butcher, alles 15 Spiel. Ach so, deswegen, ja.
Michael Macho, warum nicht mal LS15? Ja, habt ihr doch auch teilweise gesagt, soll ich mal spielen, ne? Ja, warum denn nicht? Deswegen schmeiße ich das doch nicht gleich weg, so eine geile Karte hier. Auf keinen Fall. Ich habe sie nur durch Zeitmangel selber lange nicht mehr spielen können, weil ich keine Zeit hatte. Ne? Guck, wie schick die das macht. Cool. Minecraft Dennis, moin. Michael Macho. Warum im Titel LS15? Achso, Niklo, weil wir LS15 spielen. Belüge dich doch nicht. Jasmin Lauren, moin. Also alle, die ich jetzt vergessen habe, eben durch diesen Tüdelüt oder so, ein herzhaftes Moin nochmal im Nachhinein, ne? War ein bisschen gefummelt hier. Mein Internetdienstanbieter, das alles zusammengebrochen wieder mal und, oh, naja. Ich spiele auch schon seit 2 Wochen wieder den LS15. Siehst du, Thorsten? Und ich habe da nie mit aufgehört. Da stehen die Stories, die vorne, die im Let's Play jetzt sind. Müsst ihr ein bisschen weiter zurückgucken, da ist schöne Back und alles mit drin. Ja, da 10 Meter eingestellt, letzte 10 Meter. Kann auch 20, 50 Meter nehmen, ist egal. Und wie gesagt, bei so einen Dingern kannst du eine vorlassen, fahren lassen, kannst du 3, 4, 5, 6 Helfer. Ne? Die nächste setzt du auf der nächsten Nebenspur an gerade und die nächste wieder daneben. Dann würde die aber jetzt praktisch, wenn du jetzt 3 hast, nicht die nächste wieder reinfahren, weil der andere hier hinterherkommt, sondern die würde 2 offen lassen und dann in die dritte reinfahren und die anderen wieder darum. Sonst würden sie ja gegen Dings fahren. Das heißt, man kann da locker mal mit 3 Leuten eben kommen oder was. Da ist so ein großes Stück ratzfatz fertig. Geht leider meine Ahnung. Warum? Was? Sascha, warte. Ich kann leider kein LS15 mehr zocken. Geht leider mehr. Keine Ahnung warum. Warum denn nicht? Muss neu installieren und geht auch wieder. Läuft alles. Viele, viele Maps habe ich da ausprobiert und bei diesen 4 oder 5 bin ich hängen geblieben. Die spiele immer noch. Obergeil. Und wie lange hast du gebraucht, um die ganze Mod zusammen zu suchen? Erik, 4 vom 15er? Jahre. Die sind ja auch nicht, die habe ich auch nicht bewusst gesucht. Da ist mal einer neu rausgekommen, da habe ich den ausprobiert. Und da war ich auch noch so verrückt, wenn ich den unbedingt haben wollte, habe ich da so lange an rumgebastelt, bis das Ding lief. Da habe ich auch noch gar nicht YouTube gemacht zu der Zeit. Da nimmt's auch die volle Breite mit, ist das? So. Dann habe ich die eingestellt, gemacht, Fehler raus, hast du nicht gesehen. Bei dem brauchte ich das nie. Der war von Timber, der war einmalig. Den habe ich, ich glaube, 2-3 Kilometer schneller gemacht, sonst nichts. Bratkartoffel, moin Butcher, was ist das für ein Käse? Ja, der ist cool, ne? Ein Optum, 300er, CVX, 300 PS oder so hat der, oder 300 und ein bisschen. Ja, und ist von, ne? Timber 131, habe ich leider lange nichts mehr von gehört, von dem guten Mann. Vielleicht kommen wir dann nochmal zu dem schönen, zu der 900er Serie von Smitty. Steht auf dem Hof. Geiler Sound. Und dann haben wir noch die, habe ich jetzt aber nicht gekauft, aber im Spiel mit die 900er Serie von FBM Modding. Die sehen nicht ganz so dolle aus wie der, aber die haben geilen Sound, so richtig blubberigen. Wie gesagt, jetzt mit 4K, mit diesem Aussehen hier und dann erst die MB-Trucks auch hier. Geil. Tommy, schön, dass du wieder da bist. Spielst du LS15? Hendrik, ja. Spiele ich. Warum denn nicht? Ne? Ich finde es schön. Nur weil LS15 steht, soll das out sein? Nö, für mich lange nicht. Ich finde das gut. Und ich finde, das muss ich sagen, wieder so richtig gut. Guckt euch das mal an, das Detail an den ganzen Scheiß. Ist ja jetzt dreckig, ne? Ah. Geil. Also ich finde es gut. Wie gesagt, hier sind die Sachen hier einstellmäßig und den ganzen Kram ist hier genauso wie aus. Ist genauso wie im 17er. Es läuft hier nur eben halt alles über Mods, ne?
und ich kann hier noch viel mehr machen, was ich im 17er nicht kann. Was sie da eigentlich mal hätten mit reinmachen sollen. Ne? Betone ich nochmal für die Leute, die eben nicht da waren, hier das Teil hier. Ne? Ganz, ganz kleines Skript. War ich auch schon bei, aber ich hab's noch nicht hin, dass das hier, dass das im 17er läuft. Das Besseres gibt's nicht. Fährt ihr nie wieder irgendwo ein Helfer gegen Baum oder sonst irgendwo. Gerade für Singleplayer. Ja, den brauchen wir nicht. Nur ein bisschen eine Knöpperitis. Ein paar waren hier doch mal anders. NS17-Zocker. Tilo, moin. Geht NS15 auch auf Windows 10? Ja, spiele ich gerade auf Windows 10 hier. Und zwar auf der neuesten Version von Windows 10. 17 und ein paar zerklappte mit sämtlichen Updates. Luft. Was du gerade siehst, ist das. Ist alles Windows 10 hier. Dann lass uns erstmal einen Augenblick spielen. Ne? Dann gleich mal eben sehen, wo wir die nochmal ansetzen können. Dass wir wieder was in der Erde kriegen. Dann kann Karl nämlich gleich nach dem Frühstück los oder was. Und kann mal hier drillen. Hier war Raps drin. Das ist ja schon letztes Jahr, wo ich da letztes Mal hier drauf gespielt habe. Wahnsinn, ne? Hey, ist das eine neue Karte, Martin? Jein. Ist cool, ne? Schöneberg. Von Andy Scandia. Ein super geiles Teil ist das, die Map. Kann man sagen, jein. Ja, hier ist er neu. Nö, eigentlich auch nicht. Die habe ich schon in den Let's Plays gespielt. Das ist schon Monate her, wo wir die gedaddelt haben, mit Story und alles. Und darum, wenn ich jetzt Elke sage und keiner weiß, wer Elke ist, müsst ihr euch mal die Let's Plays danach angucken. Dann wisst ihr, wer Elke ist und Gerd und Helga, Bruno Kowalske und Karl. Ne? Ach nee, ganz vergessen. Hubert sitzt da ja auch noch. Kommen wir nachher auch noch zu. Das war ja der Schrauber hier von der LPG damals, wo das noch zu DDR-Zeiten war hier. Das für Flügen tue ich das nicht mehr. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr auf. Hier hat man wenigstens noch mal ein paar richtig geile Sounds drin, ne? Und nicht hier überall den gleichen Kram wie im 17er. Finde ich auch natürlich genial. Also ich für mich, ich werde das jetzt öfter mal wieder anzocken hier. Ich finde das geil, echt, hundertprozentig. Und das läuft jetzt mit der neuen Grafikkarte und den Einstellungen hier bombastisch. Hätte ich nicht gedacht. Sonst hätte ich das nicht gemacht. Nee, kannst dich nochmal an mich erinnern. Tommy, ja. Steht ja auch schließlich BG hinter, ne? Hat ja auch was zu bedeuten, oder? Just for fun, kannst du mich grüßen? Erstmal just for fun, moin, ja, kann ich machen. Fehlt ein Zauberwort hin, dann mach ich dann. Justin Rutz, kannst du auch mal im LS17 die Big Mice Map spielen? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, kenne ich gar nicht. Ich meine, und Mais haben wir wohl in den letzten Wochen und Wochenenden mit ne, haben Thoralf und ich ja wohl genug gemacht, ne? Das muss er ja eigentlich mal langsam zum Hals raushängen, der ganze Kram. Das. Wie gesagt, ist alles offen. Wir können nachher noch Laster fahren. Wir können 17er noch hingehen, ne? Thoralf ist standby. Der kann erstmal Ruhe Kaffee trinken. Ich fahr gerade LKW. Dann fährst du eine Runde LKW. Jo. Das ist alles kein Problemo. Achso, und ETS drauf gemacht oder was? Nur seit heute. Ist cool, ne? Hast du die Updates auch mit drauf? Er hat auch runtergezogen, das. Die DLCs meine ich jetzt da? Ja, ich habe mir dieses, wie heißt das, Titanium-Paket geholt. Da war bis auf die französische Map schon alles mit dabei. Auch schon Osten? Going East und ja. So? Ey, cool. Ja. Ja, gut, Frankreich war ich ja auch noch nicht, aber das muss eigentlich super aussehen. Also, ne, da bin ich richtig heiß drauf. Und jetzt habe ich mir mal vom ProMods noch die ist das runtergeladen, gerade vorhin. Was, in Frankreich? Nee, diese Maps, ProMods Maps für einen Singleplayer. Ach so. 1,6 GB. Jo, gut. Komm, das muss man mal zeigen. Die kenne ich eigentlich auch nicht. Oh.
Und Marcy Fresh auf der North Brabant gibt es Möglichkeiten, Getreide einzulagern. Ja, natürlich. Hier musst du immer nach irgendwelche Stellen und. Nee, Quatsch, ich habe hier auch überall Abkippdiddelit drin hier. Ist auch ja ein Mod hier gewesen. Das ist im 17er Jahr fest eingebaut, ne? So, da hinten nochmal umzuheben und dann haben wir den Kram auch. Ist und das Schöne ist, hier brauche ich gleich eine gerade Linie suchen und dann lasse ich Karl einfach losfahren. Weil ich kann mir ein Vorgewende einstellen. Ich brauche hier keine Angst haben, dass der hier irgendwo in eine Zäune hängen bleibt oder was, ne? Oder ziehe einen gerade lang und ist gut. Den Rest kann ich ja nachher dann machen. Na, was hast du denn? Höchstgeschwindigkeit macht man zwar nicht. Ah, 55 habe ich die alle so, die 50er laufen, ne? Trakteurs. Just for fun, bitte. Ach so, ja, dann grüße ich dich jetzt. Just for fun, ich grüße dich. Sage dir einen wunderschönen guten Tag, Mignon. Der Stream lag bei mir. Lag der noch bei jemandem? Also bei mir ist jetzt alles wunderbar. Hier läuft er auch. Dann muss das bei dir liegen. Erik, was ist das irgendwo bei dir in der Zwischenleitung? Hast du auch den Anbieter EWE im Moment? Die haben Probleme. Das war eben, wo ich aufgehört habe, habe ich die angerufen in Oldenburg. Da haben die, darum war das Internet auch im Augenblick aus. Die haben das alles neu gestartet, den ganzen Scheiß da. Das ist andauernd im Moment. Das muss ich mal. Das sind ja Leitungen von Telekom, die hier liegen. Telekom liegt ja auch in, ist ja auch im Bremerhaven, muss ich sonst mal zu den Jungs hin, dann wechsel ich. Dass die da vielleicht irgendwie ihre Router kam und zumindest mal auf einem vernünftigen Stand haben. Butcher ist auf den anderen kein. Doch, Marcy. Kannst du überall Getreide einlagern. Auf, im LS17 kannst du das hinkippen, wo du lustig bist eigentlich. Marcy, kannst du. Hat die, ja. Hat die North Brabant nicht auch Silos? Ja, natürlich. Hat die. Weil jetzt vom Hof runter, wo? Rechts runter und dann hast du da so ein, ist da noch so ein Getreideteil, da sind einmal die Fächer zum Kartoffeln und Kram rein und da sind noch Hochsilos drin. Da kannst du dein Getreide zwischenlagern. Muss mal gucken. Ne, nicht immer vom Hof rauf auf den Trecker und dann nur irgendwo abhacken, sondern auch mal eben die Map erkunden. Nico Sepp, moin. Wo denn? Ja, wenn du vom Hof runterfährst. Auf die Hauptstraße rauf. Nicht diese lange Betonpiste, sondern einfach gleich da, wo die Kühlbere Straße laufen. Da fährst du weiter. Um die Kurve, Linkskurve rum, rechts siehst du dann so ein Ding und da kannst du dann Getreide abgucken. Einfach mal gucken. So, Ralf, die Promotes wird dich begeistern. Achso, was hast du da? Tanja Willner, da fehlt. Was? Fängt mit B an. Tanja Willner. Bitte. Immer Zocker, ist das LS15? Ja, ist. Sepp Zeppel, den Stream ist so geil. Siehste, hoffentlich, der macht euch Spaß. Dass ihr vernünftig guckt. Aussehen tut's gut, jo. Bis jetzt, was ich so sehen kann, ne? Das sind nur so kleine Pibi-Bilder, oder? Und darum, wenn da jemand noch ist oder so, dann ruhig Bescheid sagen. Damit ich dann vielleicht noch was ändern kann, ich weiß auch nicht. Wenn oder später, nächstes Mal oder wie auch immer. Also ich sehe das hier. Chef, habe ich das noch nie gesehen hier. Den 15er. Wie gesagt, das fetzt hier so alles im Moment auf 4K hier, ne? Was sagt meine Karte, Mama? It's alright, Sir. Ja, wird Zeit, mal so ein Ryzen in eine Kiste stecken hier. Hier langweilt sich dann auch. Weil jetzt muss ja die CPU muss ja jetzt noch rendern, ne? Und vorher hat sie den 17er hat sie von 2K auf 1.9, also auf HD runter gerendert. Und jetzt ist die in die Gänge mit 4K auf HD runter. Also hat sie ein bisschen mehr Daten.
was er denn in derselben Zeit rendern muss. Aber ich muss sagen, 68, 70, 60, 52 macht mein 8350 eigentlich ganz nett. Schon. Werde ich mir die Tage mal einen Kopf ummachen. Ja, das ist doch LS17. Was, das hier oder was? Nee. Was, wie doch? Hab ich dir doch gerade gesagt, da ist ein Hofsilo. Hochsilo. Zwei so große Dinger, da kannst du gar nicht vergucken. Da fährst du rauf und kippst dann ab, wie auf jeder Map. Marci. Ne? Runter von Hof, rechts, wo die Kühe laufen da. Über die Straße, über den Zebrastreifen. Da fährst du weiter. Links rum geht die Kurve zum Ort und da recht, davor rechts rein, diesen Ding. Das kannst du gar nicht verfehlen. Also wenn du das nicht siehst, dann weiß ich auch nicht. Echt. Ansonsten mal die Karte aufmachen, da steht das auch drauf. So, oha, derselbe. So, was haben wir denn noch? Da hinten auch noch? Ja. Da sollte eigentlich erstmal, ich glaube, da, ich muss mal eben gucken hier, wo ich überhaupt was wann, wo gemacht habe, weiß ich auch nicht mehr genau. Ne, da war ein Getüppel auf. Das haben wir fertig. Ist da hinten noch was drin? Ach, fahren wir einfach mal rum. Wollen wir mal gucken. Cool, ne? Laut genug hier so der Sound, das Verhältnis und so. Weil das war alles vorher noch so eingestellt, wie ich das im Let's Play gemacht hatte mit meinen alten Karte. Und da waren noch nicht mal die 480er drin damals. Da war Mais drauf. Da muss Gülle auf. Ja. Muss. Und dann pflügen, ne? Oder Grobbern können wir auch machen. Kartoffeln können wir rauskriegen. Oh, hier muss aufpassen. Hier fährt ein Zug, ne? Der fährt den Arsch ab, wenn du nicht aufpasst. Ja. Aber 7 Uhr, ja, die Gören, die fahren gleich nach Schule, ne? Hier war Mais. Das hatten wir alle schon im Let's Play abgefressen. Wir haben Maismassaker gemacht. Hier ist der Bahnhofsdings. Da kannst du Schweinefutter machen, da hier in den Dingern hier links. Aber normalerweise kennt ihr das doch alle. Oder nicht? Du kannst, glaube ich, Getüppel reinhauen. Irgendwie so war das. Ferment-Silo, siehst du, Gerste und Schrot. Nee, Ferment-Silo. Ja. Was muss da rein? Gerste und Schrot? Ja, du hast da Gerste drin. Und auf der Innenseite, glaube ich, Kartoffeln. Weil hier sagt noch Schrot 0%. Hm. Ach, das ist das, ja, was das rauskommt. Ja, das ist das, was er herstellt, ja. Und Silo, Ferment-Silo, soll ich hier auch einkippen oder was? Nee, das heißt so. Der so. Net ist Ferment, das nennt sich Ferment-Silo. Du gibst, kannst, glaube ich, Weizen und Gerste reinkippen und kriegst dann dafür Schrot. Und auf der anderen Seite hast du, glaube ich, das mit der Kartoffels oder sowas. Stimmt, immer. Habe ich auch noch nie gemacht. Schweine wollten wir ja auch noch kaufen. Da bin ich dagegen gefahren. Das ist aber dümmlich. So, dann mal wieder richtig eingefummelt. Das ist ja eine geile Sache hier. Mann, ey, was ist denn los? Wieso? Ach, deswegen ist zu hoch hier, das habe ich nicht gesehen eben. Hier kannst du Getüppel reinmachen dann. Ja. Das heißt, wir können da hinten ja lagern, dann können wir Kartoffeln zwischenlagern dann hier. Brauchen wir nicht mehr so weit fahren. Lass mal sehen, wie weit man gekommen ist. Immer wieder neue Map, immer wieder neu. Hier ist noch nichts. Ach da, Kartoffeln. Oder Dampfkartoffeln, Dämpfkartoffeln. Mhm. Oder normale, ne? Ja. Gut. Hier müssen wir normale, müssen wir mal auskriegen.
Cool. So richtig schicki, echt. Moin Harry und Fabi LP. Moin. Und Stefan Kleen, LS15. Ja. Auf der Schönebeck-Map. Kann das angehen? Guck mal, hier geht auch alles. Cool, ne? Boah, bewegt sich sogar der Joystick hier. Also von innen sieht dieser hier besser aus wie die im 17er. Ne? Und da sind eigentlich ja immer die Keys, die waren immer ziemlich verpixelt von innen. Der überhaupt nicht hier, gar nichts. Haben wir da hinten noch? Nichts, doch. Ist das mein Kuhhof noch? Oder? Nee, irgendwas war da hinten noch. Oder war das da? Da muss auch was drauf. Das hatten wir auch abgefressen. Ist schon fertig. Muss mir immer selber wieder einen Überblick verschaffen hier. Und jetzt, wir sind jetzt da. War da hinten nicht die Futtermittelproduktion? Ja. VEB Mischfutterbetrieb. Ja, genau. Dann muss ich dir die Mods mal herschicken, ne? Ja. Die müssen wir dann mit Fummel nehmen. Feld 21, ist was drauf? Nö. Nix. Rechts war Körnermais. Da haben wir Zucker. Ne, die sind da noch. Zuckerrüben habe ich noch nicht geerntet, hier bin ich nicht. Mich recht entsinne. Ja, wir kommen da gleich wieder hinter. Wir müssen nämlich sowieso gleich nochmal eben der Silo wieder fahren. In die Biogas. Aber das war ja das Ding, die waren da hier am Arbeiten dran und hatten das, die war ja ein Arsch, wo wir das übernommen haben hier, die Futtermischstation. Wollen wir mal eben gucken, wie weit die sind, ob wir da schon mal Krams hinfahren können, denn, ne? Muss dann da rin. War hier noch was? Ah ja, nee, doch, hatte ich da schon. Gras, loses Gras hatten wir im Lager. Bauen wir noch Silo da rein? Jupp. Gras und Heu, ne? Ne, Stroh. Mhm. Stroh. So hatten wir da hinten noch loses. Das können wir rausfahren bei Kühe. Gut, sehr gut. Klappe auf der Tilt. Hier geht's nicht mit dem Maus. Muss ich ein bisschen angewöhnen. Und dann können wir hier produzieren, weil die waren nämlich dabei und haben das fertig gekriegt wieder. In den Gänge, den Kram hier. Hm? Pro Heusilage. Jupp, Mischration. Taste N, außer Betrieb. JN und das ist auch außer Betrieb. Warum jetzt, weiß ich auch nicht, was das soll. Aber erstmal müssen wir jetzt noch ein bisschen Stroh dahin karren hier. Also zu tun genug, was interessant ist nachher. Jupp. Dann können wir uns wieder Zeugs abholen nach Revier fahren. Aber erstmal müssen wir jetzt nochmal hin und müssen nochmal eben. Die Kühe füttern gleich, ne? Moin Opa, heute in Schöneberg. Heute in Schöneberg, Janni. Also auf 4K kann ich nur empfehlen hier. Was ich hier sehe gerade. Keine Frame-Einbrüche, Janni. Nichts. Alles gut. Mit der Karte hier. Wahnsinn. Also falls wir die dann nicht mehr spielen wollen, wenn ihr die nicht wollt, ich spiele die auf alle Fälle weiter hier. Das wird mein Hauptding hier wieder. So was von geil, ja? Warmkopf, LS15, ja. Jo, warum nicht? So, dann brauchen wir erstmal im Hof und dann mal im Kühe füttern. Dann müssen wir so langsam wieder reinfummeln. Die haben wir letztes Jahr das letzte Mal gespielt. Oh, nicht so rüber. Da kommt der Triebwagen hier. Noch Schweine kaufen. Ich glaube, abholen Schweine können wir hier nicht, ne? Das war um 15er. Muss das die Düsen dann gleich auf dem Hof oder was, ne? Nee, kannst du die nicht auch abholen?
irgendwo, warte mal. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau. Kannst du die bloß wegbringen? Wegbringen war das. Hier waren ja auch noch Gänse und so ein Kram. Kannst du, glaube ich, auch noch machen. Ja. Bei einigen Maps konntest du auch holen. Die Schweine und alles. Der muss ja irgendwo eine Verkaufsstelle setzen. Ich weiß auch nicht mehr. Nö. Diese Bandigua sind wir auch noch mit in den Gänge hier. Und wenn die jetzt so aussehen und so sich so spielen lassen, warum soll ich das im 17er spielen? Also von den Sachen her, was man im 17er machen kann, da sehe ich auch alles drauf. Hast du eine anständige Sound, so hört sich nicht ein Trecker wie der andere an hier. Lass mal ein Stündchen machen hier und dann sind wir erstmal richtig wieder hier drinne. Wenn man da war. Na, gucken wir gleich mal. Ich fahre da gleich mal mit dem Trecker vorbei. Da hinten haben wir Kartoffeln damals ausgekriegt. Hier glaube ich auch. Ist da schon Mist drauf? Ja, aber noch gar nicht fertig. Guck mal. Oder? Doch. Da muss Mist oder Gülle rauf hier. Da waren Kartoffeln drin. Gut. Und dann können wir das krubbern oder flügen, wie auch immer. Und hier habe ich auch diesen, wie heißt der, Real Terrain oder so ähnlich, ne? Zum Flügen ist hier auch mit drauf. Läuft das? Ja. Oh. Die waren nichts, waren da drin. Die sind okay. Alles sauber. Na, ich gehe lang in der Manteo hier. Da sind die Jungs in der Werkstatt in den Gänge hier. Tora, seine Jungs. Und das werden wir die Tage ausprobieren hier. Dann kriegst du die Mods alle. Musst du leider haben. Leon, weil er mal Lust auf LS15 hat. Richtig. Hat Leon keine Lust dazu? Wieso? Nö, er hat nur gefragt, wieso spielst du nicht LS17? Nö, weil das LS15 ist auch. Ist meistens so, ne? Oder? Warum soll ich 17 spielen? Das ist jeden Tag das gleiche. Machst du jeden Tag Erbsensuppe? Ich nicht, du. Aber 15 ist out, ne? Das habe ich mir schon gedacht. Dass so teilweise so eine Reaktion kommen. Finde ich interessant. Ne, den kann ich jetzt so abklingen. Gab es hier eigentlich auch so einen manuellen Ankuppelteil da? Den gibt es auch für einen 15er, ja. Ja, dann werden wir uns den auch noch reinzerren. Ich weiß gar nicht, ob ich den da drin habe. Guckt euch mal diesen schönen, wunderschönen... Fendt 39er ist das, 936er. Also wegen Geld damals. Guckt euch das Teil mal an hier, von innen. Da alles geht. Von Smitty. Cool, ne? War? Hallo, Appleboy Gamer. Nu. Die beste Karte, die es gibt, mit Abstand. Tobias, aber holla.
So ist das. Und die Mods auch, finde ich. Finde ich geil. Gut, man muss das. Nee, die Dinger haben wir jetzt. Das Pack haben wir jetzt auch im 17er und sieht genauso aus. Das einzige, die haben das Schwarze, haben sie blau gemacht, jetzt sonst nichts. Ne? Unseren Intercooler hier. Den coolen Intercooler. Können wir mal eben eine Runde mit drehen. Gehen auch Türen und Fenster auf. Also was. Genauso wie in im 17er auch. Das ist auch im Prinzip genau der gleiche. Von FBM Modding, glaube ich. Und der Grundsound, dieses Röhren im 17er, ist hier mit drin. Das hört man nur leise im Hintergrund. Wenn ich den Sound jetzt mal umbaue, die erste Reihe vom 1600er, der da mit drin ist, und den Soundordner rausnehmen und den laufen lassen. Den 1800er ein bisschen lauter mache, genau denselben Sound wie im 17er. Werde ich vielleicht nochmal tun. So, wir haben, da haben wir, da hinten habe ich gedrillt. Da müssen wir uns aufpassen, dass da Dünger raufkommt. Die können wir nämlich mal missfahren. 33, oh Gülle. Ich weiß gar nicht, haben wir ein Güllefass? Wollen wir mal gucken. Moin Niklas. Jo. Und SXM4, das ist das Schönebeck da über Berlin, weil das Schönebeck bei Magdeburg ist eine große Stadt. Richtig. Ist da, wenn ihr Bandico guckt mal und sucht den Ort, das ist auch so ein kleiner Flecken in ne? Und da ist Schönebeck, ist da, weiß ich nicht, 20 Kilometer von weg. In Bandico war ich schon selber, da gibt es ein Hotel, heißt am Untersee. Ja. Das ist fertig. Da macht die BG-Verkehr immer ihre Lehrgänge im Winter. Können wir Kartoffel legen hier wieder. Waren hier auch drin. Das machen wir. Und mal gucken, wo sind wir denn jetzt da? Feld 19 ist. Ah, da muss ich mir immer wieder einfummeln. Das geht hier wieder ratzfatz. Da waren Zuckerrüben? Nee. Wir sind da. 14. 14 waren. Nix, das fertig jetzt. Und Niklas hat mal eben schon beantwortet, einfach mal was anderes spielen als den LS17. Richtig. Jetzt sind wir der gleiche Mist. Wir fahren hinten nochmal rum und eben gucken, was da noch war. Denn grafisch ist das Ding, finde ich, einmalig hier. Wenn das bei euch auch so ist, dann ist okay, dann bin ich zufrieden. Diese Rüben können raus. Könnte ich das Torreif gut gebrauchen, aber leider, wir müssten das nach 3 Stunden irgendwie uploaden. Nur gesagt, wir können ja nachher noch wechseln, das ist ja gar kein Problem. Moin Bastian. Jo, Basti, der Nachbar. Hier waren wir schon, da muss Dünger rauf. Machen wir erstmal Kunstdünger nachher jetzt. Den wollen wir gleich mal eben machen. Schweine wollen wir noch kaufen. Guck, oh, so Rattenhänden scharf und glasklar, ne? Oh, cool. Was, wenn du hier so einen Schadermod hier drin hast oder was? Ist nicht. Hier auch. Und da ist Gras. Okay. Schweinehof hier. Da müsste sagen, okay, da ist noch Stroh. Und da waren wir noch nicht bei. Haben wir dann mal zurück. Muss ich mal eben gucken, ob wir da schon Gülle drauf haben oder was, weil wir spielen hier mit dem GMK-Mod. Eigentlich ist hier drin. Das heißt, da müsste ja eine Textur drauf liegen dann. Zwei Millionen. Spritzen, dann können wir uns auch die Pantera holen oder was. Quatsch. Was haben wir da denn gemacht? Die muss Gülle rauf, wenn.
Weil das war vom Abarbeiten von dem Tropic Storm Mut. Hier waren eine Reihe um zu mit Tropic Storm und Dreschen. Aber seht ihr, das brauche ich nicht. Warte mal, nicht da noch was? Das hat man ja dann damals noch mit den alten Karten und den Kram wieder weggemacht. Und dann den Tropic Storm Mode rausgenommen wegen der den Frame-Einbrüchen. Ja, hier auch noch. So alles im Rahmen noch. Kann ich aber auch sonst gleich rausnehmen. Ich glaube, ich habe den jetzt überall erwischt. Hier noch irgendwas? Nee, ne? Spielen wir das nämlich ohne, dann fetze ich den gleich auch noch weg. Dann läuft das noch besser. Obwohl, da läuft 1A hier bei mir. Was war da? Da hat das alles gegrubbert. Das können wir eindrillen hier. Alter, ich weiß es nicht mehr, du. 3. Hör nochmal, ist es da drin oder nicht? Doch, den habe ich eingedrillt, das ist der. Die andere Seite ist noch nicht und da hinten ist auch noch nichts, da war Weizen. Gut. Wenn wir richtig nachdenken, ne? Speichern wir das mal eben. Der war leer, der war leer. Da war nichts mehr drauf. Und da hinten auch nicht, ne? Muss ich nochmal eben hinfahren, nützt nichts. Ob die Ecke da noch irgendwo Shoppage Straw drauf liegt, dann können wir den Mod rausnehmen. Da Hubert seine alte Werkstatt hier, ne? Der Opa, moin Kameraden, alles fit? Jupp. SXM4, komme aus dem anderen. Günz, aha. Komm heute noch ein LS17 Livestream. Justin, mal gucken. Warum nicht? Wo wolltest du denn hin, Justin? Lange Spiel, eine Stunde und moin, Niklas, er. Er war Zeller, Nabend. Nabend? Hm? Ein bisschen früh für Nabend. Naja. Du musst auch noch Jauchen ruf, glaube ich. Klingt wenigstens vernünftig. Haben wir gestern auch noch angeguckt. Ich muss auch noch hier auch rauf. Ja. Der 68 und den habe ich jetzt auch drin davon. Haben wir drin von. Ach siehst du, der musste nämlich noch Mods downloaden nachher. Dann hol ich mir einen Kaffee in der Zeit. Von der Hof Bergmann. Sieht ja ein. Prinzip genauso aus, aber der Sound, weiß ich nicht. Alles 0815 vom 17er. Gut, den brauche ich bloß rüber kopieren. Ich habe doch die Hofbergmann. Ja, ja, den brauchst du nur rein kopieren. Das Ding, das ist schon richtig. Jo. Das Ding war nur. Hier ist noch Shop It Store. Oder? Jo. Das muss weg von der Karte hier. Dann können wir das nochmal rausnehmen.
ne? Wüsste doch, Thüringer Agrarservice kennt sich aus. Springt da 174 noch an? 174? Das werden wir gleich sehen. Hast du die gesehen? Ja. Da wollen wir gleich hin, wenn wir die hier fertig haben wollen. Ich will nur mal eben gucken, ob da noch irgendwo Schabitz vor rumliegt hier, wegen dem Mod. Dann nehmen wir den nochmal eben raus. Das haben wir gerade gekoppelt, hat Elke gerade gemerkt. Dann nehmen wir den Mod einfach mal raus, mal gucken, was denn ist. Eben nochmal neu starten, fertig, und dann geht das weiter. Und dann müssen wir die Viecher futtern. Ich bin ja gerade erst wieder hier jetzt. Da ist Bruno schon wach hier. Da gibt's heute Abend aber einen im Kuch, du. Meine Herren, du. Nee. Ja, die Bude noch dicht hier, siehst du das? Bruno Kowalski. Ich denke mal schon, denn die haben ja weitergemacht, ne? Gerd ist ja hier geblieben mit Helga, mit seiner Frau als Verwalter. Und die Story mit Elke kennt ihr auch alle, ne? Die Steuerfachangestellte war in Hamburg und hat ihren Job geschmissen, weil sie Landwirtschaft machen wollte. Genauso verrückt wie einige von euch hier. Ist ja da, ist auch ein bisschen, aber hm. Das ist okay. Hier muss auch noch hier rauf. Das ist ein ganz schönes Stück hier. Nach und nach. Hier mal eben gucken, ob da alles gut ist. Also wenn ich da jetzt noch mal irgendwann eine bessere Leitung ergattern kann und kann euch das auf 4K hochschmeißen, ich glaube, dann geht ihr die Wand an. Ja. Mhm. Hast du vom manuellen Ankoppeln das Update auch schon? Ich glaube ja, ne? Ich glaube schon. Das hatten wir letztes Mal schon drauf, ne? Oder ist das nee, vom Freitag. Jetzt Freitag ist nochmal ein Update gekommen von. Nee. Manuellen Ankopplung im Mod-Hub. Nee, Freitag habe ich nichts gemacht. Naja. Kann ich aber gleich machen, wenn. Eben. Haben sie nochmal irgendwas verbessert? Steht drin. Ja, und mach doch auf. Muss mich nur dran erinnern, nachher, bevor wir das hochfahren. Schiebe ich da nochmal eben rüber, das war kein Problem. Oh, herrlich. So ruhig alles und so schön. Da, den hatten wir noch verkloppt, den hatten wir jetzt zuerst selber, dafür haben wir jetzt einen anderen. Den hat uns dann die... Müssen wir nochmal eben los mit Elke, ihr Ding da, nochmal eben mit einem kleinen Grubber eben die kleinen Placken wegmachen. Dann habe ich alles weg hier. Nüt nix vorher. Die nehmen ja keine Rücksicht, ne? Nö. So. Die hat gedaddelt, die Karte hier, du. Boah. Und bin immer noch von begeistert. Also, ich hatte zum Schluss immer zwei gespielt, im 15er die und die Stapenbach. Ja, ich hatte die Bantico, Freidorf. So mit, auch mit Stories verbunden ja auch, ne? Und die Truxdorf, die hatte ich auch eine Zeit lang drauf, die hat auch viel Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Ist halt Flachland. Es spielt ja mehr eben halt ab, ne? Wo Manni herkommt. Opa Manni, der hat da ja mal gewohnt in Truxdorf. Und Björn Holm halt eben, weil die so ein bisschen, wenn man da aus der Ferne guckte, so auf der Ostsee rauf, habe ich mir den vorgestellt, so eine Insel in Schweden oder irgendwo da, ne, so Südschweden in der Gegend da. Die war auch ganz nett schon. Story hat's gemacht mit Opa dann, ne? Der hat immer die Hühnereier geklaut und ist dann los mit Otto Bösch dann. Hühner gucken, mit dem Boot raus. Die löten Mädel, wenn sie mit ihre Segelboote rausfahren und so, ne? Eigentlich wollten sie angeln. Haben sie Oma gesagt, aber in Wirklichkeit, ne? Knallrotes Gesicht, alles verbrannt von der Sonne, nur zwei so weiße Ringe um die Augen vom Fernglas, weiß. Also war Havik denn spielt, und das war so lustig. Was Opa denn, ne? Ja, weg auch nicht. Hier muss auf dem Hof hin. Ja, ne, war der nicht. Und rufst Opa an. Wieso, was wollt denn? Was geht dich das an, wo ich bin? Was schnackt Opa denn? Ist wieder Otto Bösch am Saufen, ne? Und wenn?
83 geht dich doch einen Scheißdreck an. Ich hab mein Leben gelebt. Ich hab mein Kram gemacht. Ja. So, warte mal, das hatten wir. Jetzt muss ich da nochmal eben ein, zweimal eben den Kopper los, aber ganz kurz nur. Dann halt das alles runter von der Karte. Ah, Chris. Thüringer Gashöfe, springt noch der 104. Achso, ja, Thüringer, mal, werden wir mal ausprobieren. Eben zwei Plaggen, dann habe ich das weg mit dem Shoppet Stroh da. Ne? Da hinten war nix. Ne. Da hinten ein Haus hatten wir, glaube ich, geflücht. Ich weiß nicht, ob da gegruppert war. Können wir gleich sehen. Dann können wir nämlich gleich mal ein Stück schon mal zwischendurch Karl wieder ansetzen. Der muss aber gleich mal fit sein jetzt. So, einmal über die Map hin und her. Und ruckelt was? Nö. Na, dann brauche ich den doch nochmal eben. Ey, geh nochmal eben los. Keine Ahnung, Gruber? Nee. Nur den Großen noch. Siehste, Nummernschild auch dran, guck's BG 54, jetzt stimmt dann auch. Hm. So, waren die jetzt einmal da hinten und einmal da, ne? Ja. Alleine schon hier die Kabinenfederung und den ganzen Scheiß, wie sowas von genial, ey. Den Stream-Titel in. Ah. Mhm. Habe ich das nicht gemacht? Nee, in LS15 war das kann ändern, weil Prodax die ganze Zeit immer geantwortet hat, wenn die Frage kam, warum du LS15 spielst, weil du es kannst. Ach so, und Butcher könnte sich vielleicht den Stream-Titel in LS15 live streamen. Ach so. Ja, ja. Das habe ich eben nicht ganz zu Ende gelesen, Chris. Ja. Entschuldigung. Ja, warum nicht? Kann doch jeder, oder? Ja. Was einfach Spaß macht, deswegen. Gaming TV, ja sicher kann ich das. Machst du ein Zauberwort dahinter, dann klappt das. Süße Prodax und ich fahre nebenbei nach Prag und trinke Kaffee. Guck, ohne schöne Sache. Können wir eigentlich auch demnächst mal machen. Muss irgendwie rausfinden, dass man denn dich sieht, wenn du das machst, ja. Bis zu ein bisschen, geh ich mal Kaffee trinken und Kuchen essen. Oder? Ah, den habe ich aber verpult jetzt. Den habe ich nicht aufgepasst. Und BM Mario von EVGA. Ja. Weil ich weiß ja noch, wie es vorher gelaufen ist, wie ich das gesehen habe. Ne? Das war ja auch schon alles zu der Zeit, alles wunderbar. Da habe ich noch mit der R9 das gespielt hier. Jetzt mit der hier, boah, 4K, geil. Keine Ladung brauchst du eigentlich gar nicht. Aber ich denke, na, mach mal. Nur einfach mal ausprobieren, was er so hertüdelt. So, irgendwo war doch jetzt noch hier ein Spacken, ne? Da. Kommt stumpf rauf. Das eben unter hinten. Dann haben wir alles weg. Dann speichern wir das, nehmen einmal runter eben den Kram und hauen den Shoppet-Strom mal eben raus. Obwohl, wie gesagt, ich merke da jetzt überhaupt keinen Unterschied. Aber vielleicht ist er noch besser. Keine Ahnung. So, was war das? Einmal da hinten noch, glaube ich, so eine Ecke. Geht auch, siehst du. Cool. Die Blitzen und die Sterne, das sieht besser aus wie mit dem 17er hier. Das Silo müsste voll sein, sag ich doch. Gut, Silo festfahren oder so, das ist interessanter im 17er, ne? Wenn da die Berge aus dem Anakan kann und sowas da, das finde ich irgendwie. Wo sind alles seine Vor- und Nachteile? Hallo Peter. Jo, Peter, moin.
Und Exo-Eis, leider gibt es die Tungsdorf nicht für LS17. Ne, noch nicht. Wer weiß, ob die eine umbaut nochmal und so. Oh. Aber hier haben wir sie. So, schon, wie gesagt, wenn ihr da die Story sehen wollt, was da schon so passiert ist, und braucht ihr nur die Let's Plays gucken. Sind nur so ein paar. Aber da ist die Grafik noch ganz anders wie hier jetzt. Ich bin mal gespannt, was da ankommt. Das sehe ich auch jetzt nicht so richtig. Und jetzt kommt wieder die Frage, dass wir deinen Steam-Titel ändern müssen. Wallerscan, Multi-Seepferdchen. Ja. Warum ich das spiele? Also, ja. Ja. Warum nicht? Multi-Seepferdchen. Warum guckst du das jetzt? Genau deswegen streame ich das. Weil ich keinen Bock habe. Oder Lust. So, das war das. Jetzt können wir am Hof den abkuppeln. Dann fahren wir einmal eben runter. Da sind noch so Schatten, aber da ist nichts mehr. Hm. Und dann schmeißen wir den Shop jetzt zwar raus eben. Da sitzt er. Moin, Lukas. Exo-Ei, schade, war mein absolutes Highlight. Was war dein absolutes Highlight? Die Trunksdorf. Ach so. Du musst im 15er spielen noch. Was ist da groß anders dran? Also ich fand, die Grafiken sind geil hier, optimal. Jetzt. So, die Einstellung, die ich, wie gesagt, da mit der neuen Graka jetzt hier hab, was sie schafft und, ne, und Tüdel, optimal Standard hier. Deswegen muss ich ja nicht 17 spielen, nur weil 17 ist jetzt 15 verpönt, weil 17 draußen ist. Für mich nicht. Ich werde auch nochmal die alten Call of Duty spielen, aber das ist ja dann nichts mehr, weil es gibt ja dann die neue Grafik-Engine und warum? Sieht trotzdem geil aus. Dann könnte ich ja die ganzen alten Spiele nehmen und wegschmeißen. Nö. So, Wüste. Einmal runter, einmal wieder hoch. Ich shoppe zwar auch raus hier aus dem Spiel und dann meinem. Und dann können wir Kühe füttern gehen. Und jetzt so langsam wieder eintüdeln hier. Auch praktisch, ne? Ohne diesen manuell Ankuppelmod, ne? Klick, fertig. Ja. So, jetzt speichere ich das Ganze mal. Spielspeicher an, ja. Zack. Spiel abbrechen. Guck mal, wie schnell der Zack-Zack jetzt macht, ne? Wahnsinn. Geht die Suche als raus hier? Nee, ne? Okay, Multiplayer-Mode herunterladen. Nee, Erfolge, Optionen, Mitwirkende beenden. Die muss ich noch aus dem Mode auch noch rausschmeißen, ne? Wie war das noch? Ja, die musst du aus dem Ordner rausnehmen. Ja, okay. Machen wir das halt. Wie heißt denn das Ding noch? Shop-Hit Store, ne? Oder so ähnlich. MS sein. Nee. Doch. Ich glaube ja. ZZZ. Da ist er. Shop It Store. Raus damit. Tschüss, ja. Mein Junge. Das habe ich auch noch. Schleppschlauch, Zunhammer. Hä? Echt?
So, und wieder an. Ich muss mal schnell einen hinten Kuh frei und dann wollen wir Kühe füttern gehen. Aber ich habe ein Problem, ich musste vorgestern die Game XML löschen. Und jetzt würde ich, nachdem ich den Spielstand verlassen habe, so alle Fahrzeuge weg. Könnt ihr mir irgendwie helfen, bitte? Nö. Wieso musstest du die Game XML löschen? Hä? Den Shadow Catch oder die Log? Ja, aber nicht die Game XML. Wie erstellt er sich auch nicht neu, ne? Lennart, du hast das Spiel immer noch drauf. Dann geh mal jetzt in deinen Ordner, wo das Update ist. Das Update 1,44. Das sind eigentlich sämtlich neuen Sachen von dem Spiel drauf. Und das Spiel noch installiert ist. Und installier den mal neu. Dann müsste das eigentlich wieder gehen. Wäre eine Möglichkeit. Probier das mal eben aus. Glaube ich, aber mir persönlich ist der 17er besser. Aber jeder hat seine andere Meinung und akzeptiert. X-Eis, ja, okay, das ist ja auch mal aus Jux jetzt, ne? Natürlich für den 17er auch in Ordnung. Bis das dann meistens immer so gleich niedergemacht wird. So, bloß nicht, 15, ne, irgendwie. 13 hat auch was, bestimmte Maps, fand ich gut. Ist natürlich klar, wenn ich jetzt einen 13er spiele, muss ich mit anderen Grafiken rechnen. Das ist ganz normal. Da waren die halt noch nicht so weit wie im 17er, ne? Nur weil es was Neues gibt, muss ja nicht gleich die alten guten Spiele auf einmal nicht mehr spielen. Kilian, genau so ist es. Ja. Weil ich komme an diesen, jetzt die Ballerspiele, die neumodischen, also so mit diesen Science-Fiction-Kram komme ich nicht ran irgendwie. Muss immer so ein bisschen so Zweite Weltkrieg, Erste Weltkrieg, so die Handlungen und so, ne? Die natürlich in schicke, jetzt los, willst du nicht mehr oder wann? Und? Oh, gut. So, jetzt müssen wir, gehen wir da wieder rüber und gucken und dann nehmen wir uns den. Haben wir gar kein Auto irgendwie? Nö, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Wollen wir Kühe füttern gehen, das ein bisschen. Gucken wir, da so los ist. Da so. Kommen wir mitten dahin. Schnüffelstück, sag ich, grüß Potschon Team. Schnüffelstück, moin. Moin. Nico Rüdebusch, moin. Ach, Daniel, ja, mein Hasi-Mosi. So, jetzt fahren wir mal eben nach der Kühe rüber. 7 Uhr und? Oh, da sitzt Hubert auch schon bestimmt wieder vor der Tür. Hub den auch noch hier. Ne. Wo war hier denn die Hupe drauf auf den Knopf? Ja, ah, der ist aus. Ne, ich habe das, ich hab hier ein bisschen an ausliegen. Ja. Muss die nochmal umtüdeln hier. Denk, wo jetzt die Hupe drauf ist, da kipp ich sonst im 17er da mit ab, rechts und links. Das ist hier alles nicht. Danke, grüß Butcher und Team, Schnüffelstück. Achso, Butcher kann. Dann genießt den Feierabend. Analtrompete. Lol, wieso spielst du denn das 15? Erstmal moin. Jo, erstmal moin. Und warum ich das spiele? Ist nicht gut? Popotute oder nicht? Ich finde das geil. Das hat was. Nostalgie. Ja, da kommt er. Und die Kinder müssen mit noch schaulen. Die stehen alle wie ein Bahnhof, du. Wäre so unlogert hier, die Dörben, ne? Geh mir hier um den Ort, um das alles. Und nicht um LS 15, 17, 19. Das ist Hubert. Oh, der kommt bestimmt nachher noch hier. Ist das? Sind Cut Octobio. Da war auch drauf, da muss auch Gülle rauf. Und dann eingruppen. Oder fliegen oder was. Hier waren wir noch nicht so richtig, darum zückelt der nochmal. Mhm. Und die Rüben müssen auch aus der Erde. Oh, torreif, ich brauch dich.
Scheiße. Ja, das war halt eben spontan. Kriegen wir hin. Das geht nicht. Gib Gummi. Wem ist das? Ach so, Podax. Jo. Gib Gummi, ab aus dem LKW. Nein, hier wird gebauert. Wird hier. Ja, siehst du. Hier hat Hubert früher, nee, bei uns auf dem anderen Hof, eine Werkstatt war der. Aber der hat zwischendurch, ja, wenn ihr den LS geguckt habt, dann wisst ihr alle, kennt ihr das ja alles, ne? Brauche ich euch eigentlich nichts mehr erzählen, ne? Weil dann wisst ihr auch so ein bisschen storymäßig Bescheid. Ne? Hubert seinen alten Trecker hier, den er sich fertig gemacht hat, wieder hier, ne? Seht ihr ja, ne? Gleich zum Vollen machen. Warte mal, war der jetzt 8, glaube ich. So. Seinen alten Bilarus. Geil, ne? Wa? Bring so schnell wie möglich deine Zuckerladung in Polen ab und sofort nach Hause. Soll ich machen? Und ab auf den Hof wird es dringend gebraucht. Ich bin hier schön in Schöneberg. Tür, alles geht auf. Hier ist das nicht cool, Simon. Hier, Motorhaube, kannst du erstmal gucken. Immer Öl nachgucken, der leckt ja wie Sau. Ah ne, Hubert war da ja bei. Der Rennauer. Der stand hier noch rum. Da hat Hubert damals, wo Hubert jung war, ne? Da hat er noch mit dem Ding gefahren hier. Hm. Und funktioniert alles. Ich weiß gar nicht, was müssen uns fällen. Ich glaube, 2 Stroh, 2 Dings und den Rest Dings oben rauf hier. Dann können wir gleich mal. Wir müssen erstmal eben. Ne, kann ich auch da reinkippen jetzt. Eben. Ich bin noch zu jung, ich darf noch nicht so arbeiten. Zum Kühe fördern alle immer noch gut, das Ding hier. Doch nicht geil. Oh, gleich noch kommt. Also was kriegst du im 17 noch alles gar nicht. So was Geiles. Dass das Teil noch fährt. Cool, ne? Ist auch noch nicht hier, wenn du den Frontlader runter machst, dass der dann gleichzeitig mit gerade bleibt. Geht auch nicht. Das war aber in Wirklichkeit ja so. Das Teil noch TÜV? Der hier? Nee. Hubert, das ist der alte Schrauber von der LPG früher. Der wohnt da vorne im Plattenbau jetzt. Und der war dann, wo ich hierher gezogen bin, hab die LPG übernommen. Da kam der dann auch an und fragte. Und ich sag, komm, wir trinken das mal Bier. Und dann sag ich, Mensch, hier, komm, das ist dein Trecker gewesen in der LPG. Der stand hier noch mit bei. Bin natürlich jetzt ein paar Maschinen neu gekauft. Ist so jedenfalls so im Let's Play, ne? Und den hat er sich wieder fertig gemacht dann. Wo sie damals die LPG aufgegeben haben. Und den Bagger auch da hinten. Weil hier sind deine Hubert. Dann kommt Hubert zwischendurch. Jetzt muss ich da mal eben machen. Hubert muss auch noch einen Arzt nachher. Der ist schon, weiß ich nicht, 6 oder 78 oder was. Mittlerweile. Und sonst macht Hubert das hier noch. So ein bisschen nebenbei. Aus Spaß, ne? Weiß nicht, ob das langt jetzt. Glaube ja, ne? Das sind 8000. Oder wie hatten wir hier? So. So, müssen wir mal eben da hinten hin, ein bisschen Silo rein da und dann müsste das eigentlich passen, mal sehen. Wir haben jetzt 50-50, pass. Rest sie nur auf, bis das hinhauen.
So, siehst du? Der gleiche, das ist das Pack vom Puma hier. Kennt auch jede Sau irgendwie, ne? Eigentlich. Guck mal, sieht im 15er schon geil aus hier. Und das ist auch endlich mal ein 681 bei, ne? Hier. Wäre auch cool. Mal sehen, ob der mag auch noch wieder anspringen, seine ganze Zeit, wo wir hier waren, ne? Aber Hubert hat ihn aus dem anderen genommen, der hat eine Ahnung von. So, mal kicken. Geil, ne? Was? Das Ding geht ab, so. Oh, nicht. Das ist Spielen, Leute. Finde ich. Das macht Spaß. Da gehen wir richtig einen ab jetzt. Bei dem Sound hier. Moin Knädel. Oh, hier ging auch irgendwie Fenster und Türen auf, glaube ich. Nee, irgendwie. Irgendwie ging das mal oder auch nicht. Ne. Ja, was ist das? 533, haben wir noch eins. Gut, wie der da jetzt reingeht und das alles, das ist natürlich im 17er jetzt ein bisschen feiner noch, aber das ist okay. Wir haben im 13er schon immer mitgespielt mit dem Ding. Ja, Tobias, ich leider nicht. Ich finde ihn cool, so eine Sache. Wie sieht das aus jetzt? Ist das jetzt Mischfutter? Ja, siehst du, also passt. Zwei da, zwei da. Aber hier kannst du wissen, die Kühe misten. Und all so ein Scheiß, ne? Vernünftig. Das sieht vernünftig aus, auch wie Schaufeln, nicht so viereckig die Dinger da an, all so ein Kram. Aber ich finde das cool. Aber wie gesagt, ist Ansichtssache, ne? Muss ich jedem gefallen. Wo war denn jetzt in den ersten Schuppen rein da? Hilo? Ja, ne? Hier kannst du überall deine Ballen verfüttern, ist auch cool. Wie war das jetzt? Das Auskippen? Womit war das? Weiß ich auch nicht mehr. Auskippen. Kuh, ja. Gut. Das stimmt, das war im 17er Z wieder, ne? Genau. Oder I. Hm?
Also können wir dann noch Silo rüberkarren zur Dings hin. Mischanlage, dass die da, ne, die Jungs hatten auch angerufen, die brauchen Material, damit sie das ausprobieren können. Da muss noch Stroh hin und Silo, ne? Ja. Warte mal. Da wieder zurück. Das ist doof. Wasser müssen wir gleich auch noch karren. Hauen wir gleich noch einen rein. Oder? Wie viel brauchen die? Die Lage muss dann nur einzeln rein, Mischration 18.000. Vermehren. Gut, können jetzt auch den nehmen, ne? Geht auch. Geht schneller. Aber ich will auch Spaß haben. So ein Ding habe ich mir nochmal zusammensuchen. In 17 noch findet man irgendwie sogar nicht so richtig verschiedene. Und dann mal so eine Map damit spielen. Da hätte ich auch mal Bock auf. Stefan, sehr schön. Weitermachen. Hallo, Servus, wie geht's? Image Fox. Jo, mega da gut. Dir auch. Das ist noch Sound. Ja, Sir Henry. Das ist geil. Das ist ja das, was ausmacht. Aber ist ja kein LS17, das ist ja das Doofe. Deswegen ist das ja nicht gut. Ich mach's einfach, weil es Spaß macht. Also wir werden noch ein bisschen misten und Wasser fahren, ne? Der lose Stroh kann auch da hinten irgendwo mal hin, mal gucken. Julian, jo, ich spiele mit Lenkrad. Aber hat Thüringer dir auch schon verkleckert, ne? Christina. Natürlich. Ich bin 55. Kannst du denn dir rüberholen? Aber man muss da sehr viel dran machen. Bis der geht, wie du es willst. Ja, siehst du, komm mal. Zur Murks. Dann. Kann ich, aber ich habe das, habe ich irgendwie keinen richtigen Bock mehr auf. Hier, was meinst du, was ich hier an rumgedaddelt habe an den ganzen Dingern, bis ich diese hatte, wie ich die haben wollte. Fast an jedem Mod. Außer an den Originalen. Nur du. Hä? So.
Prodax, man hört deine Tasten. Ich war das jetzt H, ne? Ja. Hallo, Chrissis. Oh, man konnte hier, glaube ich, auch die Stützen irgendwie runter machen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr wie. War das X? Nee, X sondern auch nicht. Kannst du das über hier K, L, M und N oder so machen? Ja, mal gucken. Nee, da drehe ich ihn. K, L, J und N ist rauf und runter. Nee, das war die Handbremse. War jetzt auch nicht so schlimm. Das ging aber. Ich glaube, bei dem ging das. Früher bei den 13ern nicht bei allen. Da gab es ja mehrere Modelle davon. Also gerade der Spaß an der ganzen Sache. Tobias schreibt gerade mit der Maus. Mit der Maus? Ja, dann mit der Maus fahre ich doch gerade den Dings hoch hier. Oben runter, da bagger ich ja gerade mit. Ja, voll. Kriegen wir wieder raus. Wusste ich alles mal. Kriegen wir raus. Und los, moin. TG Anderson, wie geil, ne? Ja, muss ich auch sagen. Bin da gestern mal wieder raufgekommen und da war das einfach nur geil. Eben Hut ausblenden, hatte ich auch das Ding drin hier. Dann muss ich jetzt dann lieber kleiner machen. Der ganze Scheiß, der dödelt hier irgendwo in rum. Hä? Nee, guck, das stimmt, wie ein privater Mods nicht müde. Das sind doch fast alles. Fast alle hier. Jürgen Müller, hallo. Rechte Maustaste. Ja, die hatte ich ja eben. Zum Greifer auf und zu machen. Ich guck gleich mal. Wie haben wir da jetzt? Was müsste das eigentlich enthauen hier? 33, oh, da kann man jede Menge rein, ne? Silage muss da jetzt nur noch rein. Oh, Gras kann oben noch hin. Silo brauchen wir noch, siehst du? Nur noch ein voll machen, nur Silo. Und Wasser brauchen sie. Jo. Ein bisschen zu weit hier. Hier dreht sich auch alles drin, seht ihr das? Ah. Ich glaube, da kannst du irgendwie die Klappe auch irgendwie aufmachen oder was. Jo. Na? Siehst du? Kannst du den Motorraum gucken, allen Kram. Und jetzt geht die Klappe von außen wieder. Siehst du?
Und sogar die Pendalen bewegen sich da. Cool. Grüß Sie. Jo. Oh, Laura. Einen wunderschönen guten Tag. Ist da, nehme ich jetzt rechte Maustaste für. Die, was da unten war, muss ich das da irgendwo umstellen denn? Nö. Aber ist egal, das werden wir finden. Wo ist dein Janni denn? Der war erst da. Oh, Andreas, dankeschön. Habe ich auch mal so ein Video, so ein Live gesehen, ne? Auch noch von so einer alten LPG und das hatten, weiß ich nicht, aus dem Westen jetzt so. Die hatten auch noch so einen alten Packer. Da haben sie Mist mit aufgeladen, allen Kram. Voll cool, du. Schippe gibt es da auch noch für. Dann noch ein paar Sachen bei. Irgendwie so Silo-Dinger, da kannst du den Ballen mitgreifen und all so ein Scheiß. Also da kann man richtig Spaß mit haben. Simo Gamer, hi. Alle Fälle läuft es ja jetzt, bis jetzt, oder? Jo. Mal Rundumleuchter an. Da. Und die blitzt richtig in den Augen. Cool, ne? Und dich da rangeht hier, da siehst du auch. Guck dir mal die Schrauben da von der Hydraulikleitung an. Da siehst du gar die Verschraubung, den ganzen Dreck, alles einzeln. Und da sind 15er. Cool. Aber ist ja nur der 15er, das ist es ja gerade, ne? Ist ja nicht mehr in. Das heißt, nächste Woche schmier ich mir Scheiße in die Fresse oder was und gehen wir bei uns in ein Einkaufszentrum oder was. Wenn das in ist, dann schmeißen sich alle Scheiße in die Fresse. Dann rennen die alle mit Scheiße auf der Nase rum oder irgendwas. Ist so. Das ist es gerade. Das muss man sich mal reinziehen, ne? Siehst du, und das sind halt Sachen, da lasse ich mich nicht von blenden. Ne, früher, als wo ich jung war, auch klar, in der Schule denn, ne? Musst alle irgendwie Jeans, bestimmte Marke denn, und die war innen, mussten sie alle anderen die auch haben, ne? Das Schlimme war immer nur, alle Eltern konnten sich das nicht leisten, ne? Aber das war auch so. Das kenne ich. Aber jetzt so in meinem Alter bräuchte ich das nicht mehr. Ich will nur Spaß haben und alles. Auf der Straße oder Motorrad, ja, wa? Ach, voll. Die Hupe ist geil, sagst du. Original Standard. Ne? VW 1959. VW Käfer. Petra May, moin. Das wären andere Maps, werden wir. Also ich werde die auf alle Fälle noch spielen. Wenn ihr da dann auch mal mit reingucken wollt. Tüngsdorf und ne? Die tüdel ich auch noch alle durch.
Weil die sind einfach genial, ja, weiß ich auch nicht. Das Silo muss jetzt in den anderen rein, glaube ich, ne? Ich glöf, jo. Ja. Mal gucken. Jo. Endlich mal wieder S15, ist auch mal wieder schön. Genau, so ist fand ich auch. Und wie gesagt, ich habe da dann noch rumgetüdelt mit meiner, mit der Grafikkarte, mit der neuen. Das läuft jetzt hier bei mir, was ich sehe, alles 4K. Genial, Standard, echt. Höchste Watt Guide und ruckel nicht und nix und gar nix. Ist echt cool. Ja, OBS auch. Und da bist du natürlich ein bisschen runtergerendert, mit euch was ankommen, weil meine Leitung ist halt begrenzt. Aber ich hoffe, dass das okay ist, was ihr so seht und da ankommt. Die Kühe auch, cool. Wie seht ihr aus? Hier? Ja. Genauso wie im 17er. Gut, im 17er ein klein bisschen, ne? Sag ich mal, aber das ist kaum eine Rede wert. Dafür bin ich auch im 15er, ne? Ist doch eine andere Engine, glaube ich, ne? Wie haben wir jetzt da? Silo, Silo, Silo. Das hat geklappt. 25. Wasser müssen wir noch drin. 100%, 251, Strom, Milchtank, 51. Wow. So. Irgendwo stand der, glaube ich, im Wasserwagen. Da hinten ist er. Und der Originale, aber da kriegen wir auch noch einen alten. Ach ne, brauche ich ja nicht. Ist noch was drin? Jo. Was ist für Jungrinder? Hab ich nur mögte. Komm, Frieda, seht ho. Das finden das natürlich jetzt die Bilder, das wären Plakate, ne? Die muss ich nachher dann mal eben runter skalieren, kurz. Da kann man dann noch ein bisschen Heu reinschmieden hier. Da ist Wasser, warte mal. Wie war das jetzt noch? Welche Seite weiß ich auch nicht mehr genau. Mal gucken.
Nee, irgendwo war der Trick. Ach, da hinten. Da ist der Anschluss. Warte mal. Ich habe früher was reingekriegt, muss ich jetzt was reinkriegen hier. Das ist er. Ah, so geht das. Sieht auch cool aus, finde ich. Olea? Wollen wir noch schnell noch einen Sack holen hier. Was ist da denn? Da im Stau hier oder was? Los, hey, seh zu. Oder Dörr. Kein nix. Das ist das Schöne. Sowas. Joachim Gamp, moin. Lage öfters mal LS15. Ja, ich habe da kein Problem mit, ich find's geil. Das vorher war nur eben halt jetzt mit dem Stream und das hatte ich noch nie gestreamt. Wusste nicht genau, was da kommt und deswegen vielleicht auch noch so ein bisschen Tüdelüt dabei gehabt erst, ne? Also ich find's geil, ich ehrlich. Aber gut, das ist nicht jedermanns Sache, ne? Liebsten würde ich jetzt noch eine richtig schnelle Leitung haben, dann würde das natürlich, dann könnte man 4K streamen, ne? Die Leute, die es nicht sehen können, die können dann ja halt auf HD runterschalten, aber das wäre dann alles noch doller. So, was ich hier sehe, mehr geht nicht. Das würde ich auch gerne abliefern. Das weiß ich jetzt nicht genau, ob das bei euch auch so ankommt. Ich sehe alles. Jedes Kieseldings da im Kieselsteinchen da im Reifenprofil oder so. So habe ich, wie gesagt, 15 noch nie gesehen. Boah, Gras steht gut hier, ne? Mal ein Heu reinschmeißen. Rainer R., warum LS15? Ich weiß es auch nicht, nur Rainer. Nicht gut, Rainer? Sag mal, kannst darfst du ruhig sagen, warum? Ja, warum, weiß ich auch nicht. Vielleicht mal Spaß mal. Ist nicht gut für dich. Mag ja sein. Das ist nicht rein aus Welt. Das ist ja auch okay, ne? Den spiel ich öfter nochmal, Julian. Denkst du nicht? Ich habe nur wenig Zeit gehabt in der letzten Zeit, weil ich immer, ne? 17 gespielt habe oder was. Battle Action, moin. Petra Mal, moin. Tobias Werner, die Hupe ist geil. Hier, ist ja auch gut. Ja, super stumpf einfach. Wenn man da so das Leben von damals, wie es hier so war, so einigermaßen nachempfinden kann. Deswegen, viel gut. Seewolf, hallo. Darum geht mir das. Nicht, ob das LS17, 15, 19, 27 interessiert mich alles nicht.
Was steht da nur draußen oben drauf? LS17, 15, 13. Der Inhalt interessiert mich. Ne? Das ist wie als wenn ich mir ein Eis kaufe, ein Markeneis. Sag ich mal, für 5 Euro kostet. Oder 10 Euro, so ein Eis am Stiel, als Beispiel. Markeneis. Sag jetzt keine Marke, Markeneis. Man kann eins von einem Discounter günstig kriegen, was genauso schmeckt. Die Menge von dem Eis vielleicht sogar noch die Hälfte mehr ist wie von dem Markeneis und kostet nur 5 Euro. Welches würdest du nehmen? Das Markeneis, weil könnte ja jemand sehen, dass du doch nicht die Marke isst. Und schmeckt vielleicht sogar noch besser von dem Discounter, sag ich mal. Gibt's auch, ne? Ich nicht. Ich finde das einfach cool. So diese Atmosphäre oder so hier, wie hier gerade so abgeht im Moment in mir und das alles, das habe ich im 17er noch nicht so richtig gehabt. Ist einfach geil. Und doch Polen ist toll, ja. Bloß wie gesagt, das kann ich nicht andauernd spielen. Weil da geht's auch aufs Gemüt irgendwann, ne? Da können wir nachher vielleicht nochmal eben gucken, Thoralf und ich, ne? Wenn wir das haben, oder? Ja, genau. Nicht, weil da so viel Schrott ist, aber da wollen wir auch noch was machen. Bleib stehen, du Mausi. Was heute? LS17, 15. Ja, Luki. Heute ist LS15 mal ein bisschen. Wird doch demnächst öfter mal kommen. Moin, welche Karte ist das? Tim, Tepper, das ist die Schönebeck von Andiscandia. Das ist eine der Top-Karten aus dem 15er. Diese Wasserwaage müssen wir auch noch eben einen reinmachen. Hier muss ich mir nochmal so einen alten Wasserwagen besorgen. So. Ich glaube, da ist einer im Dings drin, ne? In diesem Oldtimer-Pack. Rainer, sag mir das mal bitte. Ist nicht böse gemeint, Rainer R. Warum ich die spiele? Warum nicht? Deiner Meinung nach. Würde mich nur mal jucken. Einfach nur so. Passiert dir nichts. Brauchst keine Angst haben. Mach dich keiner an. Aber ich kann dir die On the Hills empfehlen. Aus dem Contest. On the Hills, Exo, habe ich mir gestern gerade runtergeladen. Spielt im Moorbach, ne? Oder so. Ja. Yep. Bin ich auch über Weg gefahren und habe auch geguckt und gemacht und dann habe ich mir noch, ich wollte den Fuhrpark nicht haben, den können wir auch lecker dann mit Thoralf und so, wir beide. Ich wollte aber diesen Fuhrpark da nicht haben, der soll weg und dann will ich da mit Youngtimern so ein bisschen spielen, ne? Und da war ich gestern noch am Suchen und wollte mir vielleicht so eine Deutschflotte da mal hinpacken. Ne, was war denn das noch? 641 glaube ich, oder wie das war. Den habe ich, den Lütten. Ich habe dann noch einen 661 gesucht, wo man die Scheibenfenster aufmachen kann. Mehr nicht, kennt ihr ja so von mir, ne? Habe ich nicht gefunden, gibt's nicht. 681 gibt's nicht. Agro-Star und dann habe ich noch diverse andere da. Agro-Tron, Super-Dings und Tüdelüt. Da waren recht geile Beine, 620er, der hat leider Dings geschmissen. Da siehst du, den könnt ihr Thoralf sich nochmal angucken, vielleicht kriegst du das weg. Da waren zwei Luas drin. Der war ein Film, fand ich gut. Wenn man so ein bisschen Deutsch fand oder irgendwie sowas, ne? So Deutsch. Moorbach, ne? Die meint ihr. Oder Freising, irgendwie, da auch noch mal. Zwei Orte sind da drauf. Die finde ich auch ganz nett. Aber die hat nicht den Flair wie diese hier. Da kommen die alle nicht ran.
Genau die. Ja, hab ich drauf. Die ist nur noch nicht fertig zum Spielen für mich. Aber wo ich mir jetzt so die Gebäude da gestern angeguckt habe und das noch so im Kopf, die sind nicht schärfer oder irgendwas wie diese hier im 15er. Absolut nicht. Tommy, die Onze Hills hat ja kaum Fuhrpark. Ja, der soll komplett weg. Alles weg und dann aber bewusst aussuchen. Nicht irgendwelche Trecker darauf oder was, hab keinen Bock auf. Bewusst mit den Fahrzeugen noch eine Atmosphäre herstellen. So wie den hier, ne? Mit dem hier. Wo man den sieht, ne? Was hat der alles mitgemacht? Was für Zeiten? Wo ist der überall? Was hat der gerissen? Was hat der gefahren? Wer ist damit gefahren? Was einem da durch den Kopf geht alles? Mhm. Dann ist mal so ein bisschen lütschere Dinger dann lassen, so, ne? Auch mit Ackern. Machen wir, kommt. Durch Zufall. Ich hatte gestern mal Maps rumgeguckt auch. Darum habe ich auch gestern nichts gestreamt irgendwie. Ich muss da mal wieder ein bisschen runter. Wie kann ich meine FPS sehen? Julian, indem du F2 drückst hier so. Na, F2 und dann kannst du mit F3 die freischalten. Ne? Dann kann man gucken, was er so komplett bringt hier. Ich freue mich auf LS18, du auch. Roman, nee. Das ist, glaube ich, nur für ein Tablet oder was, ne? Oder ein Handy. Ich spiele sowas nicht auf dem Handy. Da habe ich keinen Bock auf. Weil wenn nämlich das so naturgetreu sehen, wie es geht hier. Das habe ich mir angeguckt, wo Basti das gestreamt hat. Das ist in Ordnung. Was ist hier denn los? Stehen die an hier hinten, ne? Los! Sieh Tau hier! Ha! Hey! Kommst du nicht durch, du? Ich stehe da am Fresser, irgendwann kam. Los, sieh zu! Dann kannst du nicht wie im 13er mehr flöten, dass er einen abhaut, ne? Hey, ich glaub das nicht, du. Wieder einfach durchdrücken an der Seite. Ein Fuß auch noch eben. Dann haben die erstmal genug. Wir können mit den Schobocken noch was haben. Los, hau ab da. Die eine steht hier dumm in der Gegend rum, du. Mann, oh Mann, du. Geht nicht. Ich hake. Das hatten sie im 13er, hatten sie das hin. Du hast geflötet und sind sie abgehauen, ne? Ging das denn? Hier nicht mehr. Warum nehmen sie das wieder raus? Und das was Schönes ist weg. Ron Ronatz, Ron. Auf PC, noch Handy und ich heiße. Und ich heiße einen. Reinhardt. Ronald Reinhardt. Ich heiße einen. Den habe ich ja 2 Monate auf Handy. Da ist der 16er besser. Siehst du, Tommy? Da habe ich gar keinen Plan von. Ich spiele sowas auf Handy nicht. Kann ich schon scheiße gucken. Dann würde ich mir den Rest dann auch in die Augen verblitzen dürfen. Mann, wie detailgetreu hier, ne? Trommelbremsen vorne dran, allen Schiete. Wetter, Servus Butcher, moin, ich kann auch LS15 spielen, wenn wollte. Ja, das war Rainer, ne? Ja, das meine ich doch gar nicht, Rainer. Weil du fragst, warum ich das spiele, oder was? Kann ja sein, dass du sagst, nö, das ist scheiße, ich finde das doof oder was. Musst du auch nicht. Ich find's gut. Was liegt heute noch an so? Noch so an? IAC-Power. Oh, alles voll hier, ne? Gülle fahren.
Silo noch, muss da hinten, Strom muss unbedingt da hinten hin, müssen wir leider machen. Die hatten eben angerufen von der Mischstation, die hören ja an Reparieren und am Machen, dann all das Ding wieder in den Gänge. Das haben die noch, glaube ich, Gras ist da, aber kein Silo und kein Stroh zum Ausprobieren. Sollen immer ein paar Fuder hinfahren eben. Das haut ab jetzt da, das ist gut. Das habt ihr genug zu saufen. Sollen wir ein bisschen Heuballen dahin bringen, sonst nix. Sagen unsere Schafe, haben die genug zu fressen da, saufen? Ja, ohne alle Welt, ne? Wie waren das? 200? Ja. Dann machen wir den nochmal voll und dann können wir da ja gleich mit dem Dings hinfahren, denn. Bin Johnny davor. Luxan Schorsch, hallo Butcher und alle Schlüsselinhaber. Ach so. Schorschi, ja, moin. Hallo Schorsch. Wie viele Trecker hast du auf Schönebeck? Ach, Achim, ich weiß selber gar nicht mehr. Einige. Irgendwie zwei MBs, ein 16er, 1800er, ein 850er Klaas ist da. 39er Fendt habe ich da. Den Lütten Jonny. Ach nee, brauche ich ja nicht. Gewohnheitssache. Ein 6810 Jonny. Diesen hier. 681er Deutz und ein 638er in Schrägen. Wollen wir eben eine Runde Heuballen holen nochmal hin. Dann haben sie genug zu fressen, denke ich mal. Nee, Timo, er spielt allein. Selbst hier, ne? Das vorher mit der anderen Karte ist das Spiel total abgekackt hier wegen diesen ganzen Dingern, ne? Wegen den Ballen. Ja. Nichts. Alles gut. Nee, Rainer, die gibt's nicht für einen 17er. Nee, genau. Weil ich die so gerne spiele. Ich spiele halt einen 15er. Und hier haben wir das nämlich, da können wir unsere Ballen überall verfüttern, ne? Was im 17er auch nicht gibt. Obwohl diese Beingabe gibt es offen im 17er, ne? Das hat irgendwie noch ein bisschen rumgemuckt. Muss ich nochmal gucken. Zack. Das finde ich sowas von genial, ja? Rainer, ja, okay. Siehst du? Rainer.
Die ist privat. Tobias? Ist doch egal, spielst du halt im 15er. Deswegen ist sie nicht unschöner. Finde ich. Wie das aussieht, warte mal. Heu, 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 heu. Gas, Gas, Gas. 32, 32, Mischration. Na ja, gut. Können wir nachher nochmal fördern. Landwirtschaftsmaster, hi. Spielst du wirklich LS15? Ja, ich spiele LS15. Was nu? Opa ist out. Muss sofort alles gelöscht werden. Bei YouTube. Gleich melden, alles, ne? Warum nicht? Ich finde das cool. Ja, dann soll die auch privat bleiben, ne? Hab ich kein Ding mit. Ich habe ja 15, wo ich spielen kann. Für genauso genial. Weil viele Sachen hat 15, was 17 nicht hat. Finde ich auch gut. So, warte mal, was brauche ich denn jetzt noch? Ah, Mischten. Ja, Butcher, wirklich alles. Ja, das ist Wahnsinn, ne, Nadja? LS15, er spielt. Hast du es gesehen? Butcher spielt LS15. Nein, wirklich? Ja, echt? Sowas kann man doch heutzutage nicht mehr machen. LS15 spielen, also, dass jemand sieht. Find's einfach geil. Ich habe das so gerne gespielt und wie gesagt, diese Grafiken, die jetzt gerade hier sind, die habe ich noch nie gesehen hier. Na, hier war doch irgendwie was mischt, oder? Sag ich doch. Einmal und fertig. In Huck Finn, hi. Aha. Das ist doch kein Immigrate, ja. Wir können ja immer noch was machen. Motorrad noch hoch, wir können Laster fahren und ach, was nicht alles. Allen Scheiß können wir machen. Und dann haben was zusammengeschissen hier, die Damen, ne? Achtung, Achtung! Eilmeldung bei Butcher LS15. Ganz YouTube zerstört sich in wenigen Sekunden. Ja, genau. Hilfe. Ne? Die Butcher, dieser mächtige Gamer, besitzt auch noch die Dreisheit und spielt LS15. Also wirklich. Wo kommen wir denn da hin? Habe ich hier gerade leicht gesagt. Dieser alte Opa, ne? Gesellschaftlich ganz unten in der Gosse. Ja. So ein Frevel. Na. LS15 zu spielen. Also wirklich? Macht man doch nicht. Nee. Aber habt ihr das auch mal gespielt? Ich glaube, ich muss jetzt los. Ne? Huch. Wie kann man nur in heutigen Zeit noch LS15 spielen? Ja, allzu alt, Leute. Genau, Peter. Steht morgen in der Zeitung. Mit Sicherheit. YouTuber zockt alte Spiele im Livestream. Ja. Skandal. Skandal. Um Rosie. Um Butcher. Skandal im Sperrbezirk. Michael Winkler, LS15 ist doof. Ja, siehst du, muss nur noch ein O dazwischen machen, ne? Noch eins dahin, dann passt das besser. Ne, Miguel?
Dann weiß ich auch, was du meinst. Ups. Mal sehen, ob Michael hier bleibt. War ja doof. Das ist immer lustig, denn. So was von Scheiße, was du machst, aber guck trotzdem. Michael, warum doof? Siehst du, guck mal, wie Jörg das geschrieben hat, Michael. So wird das geschrieben, ne? Wie klasse bist du, Michael? Zweite? Ja, in der ersten wird ja nur gemalt, ne? Wie sich hier manche Leute wieder anstellen. Kopf schütteln. Ja, Donnerwetter, finde ich auch. Aber das ist amüsant, ist das eigentlich. Wenn man mal absieht von dem Spiel. Das macht mir persönlich einen riesen Spaß. Habe ich ja eben gesagt. Aber so das, ne, was dann so da abgeht, was man dann so sieht, da ist hoch amüsant. Für mich. Und dann spielt das auch eigentlich. Warum nicht? Was in den Menschen los ist. Abgeht. Mach ich mir so meine Vorstellungen. Und dann meistens geht das zu nicht nur 99, sondern zu 150% auf. LS11, Franz Greipel. Ja, warum nicht? Habe ich auch noch irgendwo rumfliegen. LS8 habe ich auch noch. Axel Krüger, Retro ist in. Ja, warum nicht? Andere geben da sehr viel Geld für aus für Retro. Du LS8 in 4K. Ja. Ups. Mahlzeit, Fendmicher. Moin. Dann können wir da noch mal eben einen mit Drillen ansetzen. Viecherleins versorgt. Warum nicht gleich LS09? Nee, 8 Tommy ist noch älter. Können auch hier LKW. Komm, wir brauchen auch die ETS spielen. Ich habe hier noch. Oh, was habe ich hier denn noch? So ganz alte Dinger irgendwie. Die sind noch gar nicht ausgepackt. Die alle mal irgendwann gekauft und die nie dazu gekommen zum Spielen. Lass mal sehen, wie viel ich daddel, ne? Butcher, wenn du schon... Was? Wenn du es schon warst, wenn es 15 zu zocken... Ach so, wagst. Dann zock doch mal gleich LS 13 oder 11. Habe ich nicht mehr drauf. Auf eine Platte. Müsste ich dann erst wieder alle meine Mods irgendwie... Auf eine, irgendeiner Platte hier, eine Schieblade, da habe ich die irgendwo noch rumliegen, ja. Und teilweise suche ich mir dann nochmal Sounds raus, weil Trecker-Sounds... waren teilweise viel, viel besser da. Ja, dann kommt Michael denn und sagt, LS15 ist doof, aber wenn er jetzt den Sound hört, den ich jetzt im Kopf habe, von LS15 und baut den in den 800er Fan ein, ne, Michael, dann willst du den auch haben, ne? Oh, krieg ich den auch? Das ist ja geil. Nö. Nicht Michi? Ja, Michael, nicht Michi. Fühlt sich gleich andere angesprochen, das wollte ich nicht. Das kommt auch noch die Tage. Mhm. Ja, Schoschi, wir machen das schon. Total easy. Macht einfach Spaß. Vor allem, Opa kann jetzt, glaube ich, mal eben gucken nochmal. Speicher mal eben. Habe ich diese Seite so und jetzt kann ich zack rüber. Oh Leute, Opa kann rausschmeißen. Mit. Das ist ja cool. Brauche ich nicht erst lange aus dem Programm oder so. Zack, pop, fertig bin ich da. Ich kann euch eins sagen, die Bandico ist auch schön im LS17. Die gibt es sogar für alle. Ja, Tobias, das stimmt. Aber irgendwie, ich glaube, mit dem Gras habe ich das mal gesehen. Das fand ich nicht ganz so pralle. Das sah aus wie so ein Schwamm. Ich habe auch die Halle, habe ich mir auch mal so im Video angeguckt bei jemandem, ne? War gut. Warum nicht? Das Gras, was da in der Hallen war und so, das kriege ich schon irgendwie raus. Aber so von der Grundmache her fand ich die gar nicht unübel. Die will ich mir noch mal ziehen. Ich glaube, Lockfehler hat die nicht gemacht, ne? Ja, aber da waren so ein paar Sachen, alle Tore standen offen und sowas. Ach so, stimmt, hast recht. Ja, ja. Ja, das Tag der offenen Tür. Ja. Macht ja nix.
Und vor allen Dingen brauchen wir ja nicht. Wir haben ja LS 15, können wir doch Bantico spielen. Warum muss ich Bantico im 17er spielen, wenn ich die im 15er habe? Sieht nichts anders aus. Nicht eindeutig. Grafisch nicht anders. Das Einzige, die haben da vielleicht, weiß ich, Kuhverkauf mit eingebaut oder irgendwo. Oder sonst irgendwas, sonst nichts. Also kann ich die da im 15er spielen, oder nicht? Leute. Hey Leute, wenn es nicht passt, das 15 spielt schon noch mit ab. Roman, nerven die? Oder was? Ich krieg das gar nicht mit. Interessiert mich überhaupt nicht. Ich heiß auf den Sound. Ja, Kai. Ich habe da auch noch vom 13er habe ich so einen schönen 933 Vario. Der blubberte so richtig. Richtig geil. Den muss ich mir wieder raussuchen. Habe ich irgendwo da hinten auf der Platte ist da drauf. Fendt 939. Ein bestimmter. Und der hat einen Sound gehabt, den finde ich bis heute noch ist der beste vom ganzen LS bis jetzt überhaupt. Hm? Da wollte ich auch noch mal die Ballen reinholen da hinten, ne? Stroh. Da noch einen vorpacken, die da hinten rumstehen. Aber jetzt können wir uns ja erstmal eben unseren Dings holen hier. Mal gucken, wo alles wieder rumliegt hier. Dann bringen wir noch eben Wasser nach der Schafe. Haben wir alles. Alle Peißen ist geklaut worden. Da wird es noch richtig Ärger geben. Ja? Oh, das wusste ich nicht. Dann lasse ich da die Finger fahren. Okay, dankeschön. Hast du die V2 gehabt vom Bantico? Ja. Nicht gehabt, die habe ich noch, du. Oder wenn du jetzt, oder meinst du für ein 17er? Kann auch angehen. Habe ich die Final gehabt, ja. Oder habe ich noch? Aber die hat bei mir nur Lockfehler geschmissen. Weil die wurde so gut umkonvertiert, dass das irgendwie nicht ging, das Ding. Also was soll ich damit? Ärgere ich mich nicht mehr rum, spiele ich sie einfach hier und fertig ist. So, einmal nur die Chopin. Das ist auch so weit, dann können wir Karl gleich mal eben in Bewegung setzen. So, ach nee, ich wollte noch Silo und Dings fahren. Majorkleiner eben. Ja. In der Biogas. Wir haben noch extra Silo, so ein Dings liegen da. Das muss in der Biogas. Weitere Eilmeldungen zum Thema LS17 zu LS15. Im NS24 Live-Ticker. Echt, Bernd? Da sitzt ein alter, knitteriger Opa, der spielt LS17. Das muss sofort verboten werden. GSK9 ansetzen. Hol ihn da raus, da oben. Ne? Da, hier. Ja, ich komm nachher. Ich bring dir Zigarre und Buddel Bier mit, ne? Sonst kommt man auf den Hof mit Rad nachher. Oh, ja, ist gut. Da ist eine Olle, die ist drin. Die ist bestimmt am Wäschewaschen wieder. Hängt hinten alles da. Siehst du da? Groß Waschtag da hinten. Hängt der ganze Hof hängt voll da hinten. Felix, einfach mal die Kanalbeschreibung lesen. Jo. Oh, 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 ja, ich fahr zurück. Oh, 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 oh. So. Oh, ja, Ecke. Wir ein bisschen shoppen wo irgendwo. Cornelia, moin. Moin. Da sind ja ganz schöne Fliegen hier, ne? Ja. Ich glaube, ich habe noch gar kein Güllefass, oder? Boah, dann muss ich erstmal Bruno nochmal anrufen. Weil dann muss er schon auf dem Bett sein jetzt. Wenn hier, guckt euch das an, hier das schöne Dörflein hier, die Sonne scheint. Warm. Ne? So Mitte Juli oder was. Ja gut, ist noch nichts an Saat jetzt, aber. Da geht das alles ein bisschen gemächlicher zu, ne?
Hier habe ich auch irgendwas. Ach, da habe ich noch Gras zwischengelagert hier, siehst du? Und das verteilt sich auf die verschiedenen Stellen. So war das auch, genau. Das ist noch ein ganzes Silo mit Mais. Zusehen wir mal Mais in der Erde kriege hier. Cody zocken, moinsen, moin. So, immer nur die Chopin. Hat Opa nicht aufgepasst hier. Gras sieht geil aus, finde ich. Ist immer toll, schneller Verkehr. Ja, richtig. Dann habe ich mir, ich glaube, war so oder habe ich mir hingebaut? Auf irgendeiner habe ich mir so hingebaut. Passt alles. Und nicht zu schnell, dass sie den Arsch fahren. Sei denn, du fährst so langsam. Da kann auch mal angehen. Das war doch Martina. Das heißt zwischen Heringsdorf und Swinemünde. War es dieses hier? Oder was? Nee. Nee, die Dame, die da irgendwie da so durchs Dorf eben geliefen ist, gelaufen ist. Was hat die gemacht? Das war doch Martina, das heißeste zwischen Heringsdorf und Swinemünde. Ja, Sichi, was denkst du denn? Ja. Die geht ab wie Schmitz Katze, Alter. Nur noch einen holen, wa? Ja, die rennen natürlich draußen rum, die Schub, die habt du was, ne? Die Bengels. Dann holen wir halt noch einen, wir Petit, ne? Geiler Stream, sagt Cody Zacken. Ja. Hab wieder nur wieder Schub. 200 Stück Schub. Hühners, Hühners, der hat wohl doch noch 200 erlangt. Ich krieg ja nicht so viel Rinne in den Schnobel durch, ne? 51 Stück Hühner oder lang vor den Klöcken. So, Wasser, 15, ne? Die können einen vertragen. Ja, ich muss mir irgendwann nochmal einen größeren Wasserwagen holen, aber im Moment ist das alles gut so. Spülst du gerade oder spielst du gerade? Ich spül hier. Ja, Tassen, ja. Tassen und Teller. Dann hat der Thomas recht. Warum spülst du LS15? Ja, warum, Thomas? Ne? Könnte ich jetzt auch eine Gegenfrage an dich stellen? Warum liegst du im Bett abends und wickst? Nur das Gleiche. Ne? Woher weißt du das? Der beobachtet mich. Na, woher weiß der das, dass ich abends wichse? Tja, Thomas. Ne? Das kommt, weil ich Opa bin. Ich weiß alles. Ich hab hier eine Kristallkugel und dann sehe ich immer, wenn du da an deinen Zapfhahn spielst, oder? Ne? Und Zippel. Ist so, ganz einfach. Ist nur und jetzt ein Spaß gewesen, ne? Ein kleiner am Rande, weißt du? Ja, genau. Oder so, weil ich das kann. Ne? Sieht denn schicki aus? Guck mal, da kann man sich jetzt nochmal einen schönen Tump machen. Obwohl, das dauert jetzt ein bisschen länger hier mit dem Bild etwas. Ein paar Nanosekunden, weil das ja auch ein riesen Schaufensterplakat wird. Guckt euch mal diese Grafik an, ist da nicht herrlich, Segmo. Und Peter, keine Spülmittelwerbung hier bitte. Nee. Was ich mal. Für Ferry Ultra. Junge, führt der den Handybengel hier, ne? Das waren so echte Buren hier eben. Wir haben noch Fenster ab. Kann ich nicht mal ein Dicken und da tocken wir hier. Spiel beide Teile. LS und PS4. Aber haben sie mir beide Teile für PC geholt. Roman, zur gleichen Zeit machst du das? PC und PS4 so mit einmal da gucken. Cool. Und Butcher in der Mitte noch. Oben so ein Monitor rüber. So immer so. Geil. Wie gut. Da musst du mal ein Video von machen. Lass mal hochladen. Big Butcher sieht alles, so sieht's aus, Leute. Karpfenangler TV, moin Butcher, Nick hier. Karpfenangler ist mein Lifestyle. Ach, Karpfenangler, du bist das, Jung. Hast du niemand anderes Bild gehabt oder was? So, so wieder. Hier, Hubert wieder. So.
Der lungert schon. Der wartet, dass man da seine Olle lang einkaufen geht nachher und dann ist er mit dem Rad am Hof. Also über seine Garage, über früher die Werkstatt da. Sie gibt doch erstmal hin am Knorpel. Tobi, joa. Hatten wir immer gesagt, ne? Gestern, ich sag ja, ich hab so rumgeguckt für LS17. In Ruhe ein paar Mods und Tüdelüt. Ich denk, ach, gibt's den noch? Trecker extra als Mod zum Scheiben aufmachen, zum Spielen, eine Map, eine anständige. Nix. Irgendwie, alles. Was war, war Schrott. Und was ich haben wollte, gab's nicht. Wie immer. Und dann habe ich irgendwann mal die angemacht. Ich sag, oh, lange nicht angehabt. Einfach angemacht. Ein bisschen mit der Grafikeinstellung rumgetüdelt. Denk, Alter, sieht das geil aus. Und dann hat das gejuckt. Dann habe ich ein, zwei Stunden noch gespielt. Bis heute Morgen um 7. Dann bin ich im Bett. Und um 10 bin ich wieder hoch. Ich sag, nee, das streame ich nachher. Sag, das muss ich machen, unbedingt. Da hab ich Bock auf. Das streamen wollten wir heute sowieso. Im Gespräch war es auch. Und da habe ich mir gesagt, nee, das machen wir jetzt. Gib die Map zum Download, Butcher, mein Lieber. Ja, Karpfenangler, mein Lieber. Gibt es, war TLS-Modding. Aber nur für LS15. Das ist nämlich LS15, ja, diese Map. Ne? Das ist für mich, meines Erachtens, die beste Map für LS15. Ach nee, Stapenbach sagst du, aber die habe ich nicht gespielt. Kenne ich eigentlich gar nicht. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Die kannst du dir vielleicht irgendwann mal im 17er angucken. Die sind sie beim Umbauen der Originalmodder. Ja. Und die haben das irgendwann ja auch drauf, die Jungs. Im Herbst wollen sie die fertig haben. Ja, guckt euch mal die Straßen an und alles und cool. Oh. Ne? Kudi Zocken, Dankeschön fürs Abo und für einen Daumen hoch. Schon immer gesagt, Butcher ist Gott. Wenn man jetzt, werde ich noch im Luftschutzkeller meinen Spaß verrichten, ohne dabei rot zu werden. Bruder Hax. Mal lieber. Nee, das ist so bei mir im 17er genauso, Tobi. Was denn im 17er? Ach so, mit dem Ding. Ja, das ist doch egal. Ob da 15, 17, 13. Hauptsache, das macht Spaß und sieht vernünftig aus. Das tut's ja, finde ich. So wie das jetzt hier bei mir gerade aussieht, in 4K habe ich das noch nie gehabt. Noch nie. Also, konnte ich auch nicht. Woher denn? Hab ich noch nie so einen Monitor gehabt. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir schon mindestens 8 Jahre vorher eingeholt. Da gab's die aber noch nicht, ne? So, Richtung Kolrep, 6 Kilometer. Und dann geht er los gleich. Boah, hier guckt ihr den mal an. Nein, das ist von der Sparkasse hier. Das Friedhelm ist das. Hast du eine Bückschäden oder was? Kick mal an, wie die Lumpen da hinten. Irgendwas klebt da hinten. Pfui. Der hat sich bestimmt Innenschäden. Lass mal nach rum. Na, nicht ganz. Hier, Elke, die macht auch schon Bogen um zu. Oh, stinkt der Macker. Pfui, Deibel. Mimi Sock hier. Und der den hier. Rasierklingen Harry auch. Und der auch, ja. Das ist ein Bruder. Ja, Antje. Das heißt, die Figuren, die hier siehst, die findest alle im 17er wieder. Jupp. Unsere Charaktere, da haben sie auch nichts angeändert. Gar nichts. Einfach nur rübergeschmissen, fertig. Spielt man 17. Das ist das Schlagwort, 17. Die ganzen Sachen, die ich da machen kann im Spiel, überall abkippen und so, habe ich hier als Mod drin. Ich kann die auch überall abkippen, genau das gleiche. Ein paar Sachen sind da anders oder neuer, aber dafür hat sich das Spiel nicht gelohnt irgendwo. Hey, ich habe da mal eine Frage. Kann man in Lossberg beim Güterbahnhof jetzt verkaufen? Ich habe kein Schwein. Soll man? Ich habe es auch noch nicht getan. Ich habe mal was reingekippt, ich habe es aber noch nicht losgeschickt. Also noch kein Geld gekriegt. Soll gehen. Probier es einfach aus. Kipp rein. Brauchst du nicht speichern. Kann ich demnächst auch mal machen, nur mal so aus Juck, wenn ich Zeit habe.
Ja, dann den Zug losschicken. Und ja, wenn der weg ist, dann kostet das Geld. Genau. Ja. Das ging aber vorher irgendwie nicht, ne? Mhm. Jetzt so ein letzten Update oder irgendwie sowas da. So, teilen Dusen hebst du denn, dann langt das, ne? Bin ich so gierig wie ihn hier. In Wiese, achso, ja, Bernie. Ich nix weiß. Ich auch nicht, Prodax. Ich weiß auch nix. Jetzt wird mir dann langsam frisch hier. Eben war das so schön mollig hier. Jetzt sind meine CPU lang an einfrieren hier. Es ist 18 Uhr, ich bin noch dabei. Guck's, da ist aber lang ausgehalten heute, du. Spaß am Rande, ne? Weißt du. Futter reicht aus für die Tiere, weißt du doch nicht. Ha? Glaube ich nicht, ne? Wie soll man einen anständigen Preis machen für ihre Wolle? Gibt es hier auch Angebote, ja, ne? Oder nicht? Milch, Wolle. 1,20 Euro Wolle? Ist das jetzt wahr, oder? Hier gab es immer ein bisschen wenig, ne? Ja, ja, ja. Ach, siehst du. Guck's, okay. Hat Urlaub. Nu, so eine schöne Sache, sowas. Ja. Das ist, was ich im Lager habe. Und das ist Verkaufspreise, sonstige. Lagerbestände, Preise. Alter, das ist aber nicht dolle. Da lohnt ja nicht mal die Schafe zu scheren, deswegen. Na, oder was sagst du dazu? Habe ich dir noch gleich gesagt. Naja, gut. Stefan auch. Ist noch anwesend. Das ist schön, Stefan. Euer Verlasse. So. Dann fahren wir den um den Hof dahin. Dann ist die Sache auch geritzt. Nehmen wir gleich nochmal eben ein bisschen. Ich glaube hinterm Hof, ich weiß es nicht mehr, wie das aussieht da, ob ich da schon gedrillt habe oder nicht. Doch, bei dem ja, da hinten auch, da auch. Ansonsten kommt da gleich mal Gülle rauf hier. Kohle haben wir genug. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Güllefass haben. Weil abgedroschen habe ich das alles in Let's Plays hier. Tu gleich erstmal pullern gehen, tu ich gleich. Angelina, moin. Bin neu hier. Jo, Mensch, dann guck dir da mal schön an in Ruhe hier, ne? Das ganz im Ruhigen hier bei Opa, ne? 116 Zuschauer, moin, Leute. Mal was anderes, hofft, macht euch Spaß. Wenn nicht, ist auch so. Und der Luca 17. Siehst du? Schön mal wieder als 15 zocken. Genau so ist es. Hab ich mir auch gedacht. Und den bringen wir erstmal eben wieder nach Koi. Karpfen. Epoch, war das der Fendt 933 Vario mit dem Zaun? Würde mir den dann gleich raussuchen. Kai, das sag ich doch gestern mehr. Vielleicht. Ja, der war das, Kai. Nur, da gibt es mehrere von. Müssen wir gleich alles nachmachen, ne? 933er Vario, genau. Ich habe doch noch mehr, auch noch, auch in 15er und 13er ganz, ganz viele Mods überall runtergeladen, so wie er das eigentlich auch immer macht jeden Tag. Habe ich nur keinen Bock mehr drauf. Und dann wollte ich das alle rausschmeißen, weil da war viel Grafikschrott und Müll bei, ist aber der Sound geil. Ich sag, behalte ihn noch, lass mal. Dere Sounds, ne? Richtige, echte, geile Yondere Sounds, die im 17er total Schrott sind. Da hast du richtig geilen, schönen Yondere.
und hast da diesen Klöder-Sound von irgendeinem so Original-Trecker. Die klingen alle gleich. Die werde ich mir auch noch umbasteln nochmal. Habe ich mir gestern schon angeguckt wieder mal. Das ist eigentlich nicht schlimm. So eine XML, erstmal die Sounds eben die anderen da reinschieben, umbenennen, dass die so heißen oder... Und dann, brauchst auch nicht, eine XML eben den neuen Pfad reingeben, das alles. Lautstärke einstellen, fix, zack, fertig. Und eventuell nochmal eben im... Na, was soll denn? So ein paar Jacken, wa? Mhm. Was hab ich den denn gehabt jetzt? Hier? Schieben wir den hier einfach in den Rabatten, ne? Wasser zu Wasser. Das Jauche in. Ach nee, brauche ich. Ich brauche nicht aussteigen, so was. So. Aber die für lecker Unterstellmöglichkeiten sind und also was, ne? Und ich muss mal gucken, du kannst hier fast jeden Schuppen aufmachen. Das ist das Coole. Das kannst du im 17er noch nicht mal auf den Maps. Rennst du rum und geht nicht. Ich will ja mal, was man da alles hier schön drin machen kann. Und kannst reingehen, stehen so ein paar Möbel drin, hast im 17er auch selten. Analtrompete, die Frage kam schon mal von dir. Was? Moin, wieso spielst du LS15? Analtrompete. Was denkst du denn, warum ich das spiele? Schreib das mal rein. Popotute, wenn wir mal jung. Ne, wenn du das so dringend von mir wissen musst, möchtest, warum ich das spiele, dann kannst du mir vorher die Frage beantworten, warum denkst du denn, dass ich das spiele? Pause vom Lernen auf dem Schacht eingeläutet. Was? Sitzt auf dem Kackhaus und liest. Nimm mir jetzt so einen ab und dann. Naja. Ja, jedem das seine. Göttlicher. Ja. Ja. Früher, wo wir noch so Mofas und Mopeds hatten, da hatten wir einen, der konnte immer geil Zylinderkörper abrichten. Zweitakter, ne? Plan. Und sowas. Dann hat er auch mit so einer ganz kleinen Nadelfeile da auch manchmal die Hauptdüsen. Kannst ja andere holen, aber die haben ein bisschen hingefummelt und so. Der ist immer auf den Scheiß ausgegangen, was gemacht hat. Der hat eine Stunde drauf gesessen und wieder kam ich auch auf den Scheißhaus. Zylinderkopf mitgenommen, weißt du, und dann eine Glasscheibe und Schmiergelpapier. Ne? Und dann liefen die Mopeds ja ein bisschen schneller und so weiter. Da habe ich mal eine Ruhe, sagt er. Ich sag, was? Aber die liefen die Dinger nachher, war alles dichter, war gut. Oder also luftgekühlt, ihr kennt auch so Simson da und so weiter, ne? Ja, ja, ja. Kennt man alles. Ja. Kanäle polieren. Ja, genau. Auf dem Schachter. Cool. Sitzt auf dem Schachter. Da geht Ober auch ganz erstmal hin auf dem Schachter. Hat er denn noch da Mie weg hinten an? Können wir auch mal abtüdeln, ne? Ganze Treckeritis hier, was hier rumhängt. Ach nee, ich wollte ja noch mal eben da hinten lachen. Und wo sind die Hänger denn geblieben, blieben? Meine schönen Hilken, wo sind die? Da sind sie nicht. Hier sind sie nicht. Die haben mir versucht umzukonvertieren gestern, auf die Schnelle. Geht nicht, schade. Gehen schon, da sind ein paar kleine Düdelfehler drin, auch nicht viel. Das sind die Krüger, wo sind meine Hilken? Ah, sind sie. Die sind geil, ne? So, was findest du? Ich habe gestern Forbidden Mods überall durchgeguckt. Glaubst du, meine schönen Hänger finde ich da? Guckt euch die mal an. Das sind Hängers, die passen hier hin. Gelle? Ach, das bräuchte ich. Warte, scheiße, voll gemacht. Da ist ein Frondi dran, da hinten ist ein Frondi dran, das Ding. Oh Mann, oder was auch mal ein Knüppel ein bisschen voll hast. Die finde ich cool.
Die Blicke waren echt witzig. Deine. Ne, meine. Ja, pf, ne, wie soll man auch anders blicken, wenn man sowas hört, ne? Ich keine Schippen. Muss ich dann doch nochmal anmachen. Komm, ich komm gleich wieder hängen aus. Aber gibt es hier noch ein Angebot oder was? Jetzt wegen Weizen habe ich auch noch so viel liegen. Nee. Ach, da steht das jetzt wieder. Ja, muss ich wieder gucken. 364. Die Tonne. Wenn ein Angebot ist oder das gut ist, der Preis, dann geht das. War das hier im 15er, glaube ich? Grün wir das ja, ne? Können wir nochmal 600 Euro. Was? Erste. Hab ich noch auch nicht, ne? Wäre noch ein Chip? Auch nicht mehr. Nicht. So wie es bei der Schweine jetzt anzeigt, ja. Das ist ein Angebotspreis. Ja. Oh, ich will doch jetzt nicht nur extra mit dem Dings hierher kommen. Was? Ne, das geht nicht. Ja, dann egal. Dann holen wir uns gleich doch noch eben den. Können wir vielleicht nachher zwischendurch noch mal eben bis Weizen wegfahren und so was. Dann müssen wir eben mit in die Bio-Jas eben. Was hier denn los? Oh ne, da hatte ich noch gar nicht. Das ist gedrillt? Ne, auch nicht. Das. War lange nicht hier gewesen, deswegen. Da müssen wir noch mit dem Grubber rüber. Das war der letzte Let's Play, da wo Elke noch halb eingepennt ist abends. Aber schon so spät, das hat sie vergessen. Das ist geflücht, da müssen wir. Sieht auch besser, glaube ich, aus. Ja. Flugtextur. Finde ich auch besser wie im Dings. Im 17er. Ich noch mal eben nachgucken, gleich nachgrubbern. Für die Lampendrille gibt es ein Update. Und was macht die dann? Für die blaue? Cool. Für die blaue. Einzelkornablage hinzugefügt. Ohne Düngefunktion. Helferbetrieb ohne Düngung. Aha, dann kannst du auch so längs laufen lassen. Auch gut. Sehr gut. Und Beladung jetzt überall möglich. Updaten hole ich mir nachher. Eben um Zettel schreiben. Oder warte. Das nachher. Zumindest um mein Bild hab. Blaue, ne? Ja. Uhr. Was war das noch, was so ein Update war? Einen hat es noch. Ne? Das manuelle Ankuppeln. Zack, fertig. Nee. Den haben wir verklappt, den gibt's nicht mehr. Auch nicht. Den. Den müssen wir uns den greifen. Was haben wir hier denn noch liegen an Schippen?
Das sind alles Trecker-Schippen hier, nochmal. 1000 Schippen hier. Keiner weiß, wo die hingehören. Noch. Ist die für einen Trecker oder Radlader? Ne, habe ich hier aber hab ich überhaupt nicht. Und eine Klamotte für einen Trecker. Ich glaube, auf dem Hof liegt noch eine andere. Da können wir Silo mit Kran nennen. Und dieser hier, der läuft hier im 15er auch besser wie im 17er. Da knallt vorne eine Schippe Wasser. 3 Gramm mehr rein, dann geht er gleich über Kopf hier. Digger CB. Ach, das habe ich jetzt auf meinem Joystick liegen. Ja. Muss ich mal umstellen. Dominik, moin. Dutch. Moin. Ja, geht gut. Dir auch. Huch. Bin mal kurz raus. Bis später. Sascha, jo, seht ho. Chrissy, dann noch viel Spaß beim Lernen. Jo. Irgendwie noch ein paar Einsen mit. Musst mal lesen, was er dazu geschrieben hat. So, Ködelbox ist erfolgreich entleert. Das Badezimmer ist jetzt einfach. Ich da noch rein, und ich muss weiter lernen. Wünsch doch viel Spaß. Chrissy, zieh zu. Jo. Chrissy, ja, moin. Huch.
Mario LS, moin. Bonnie Bossen, moi. Schön, dass du reinguckst. Andreas Nips, Opa, weißt du zufällig, ob es die Firma Rabe noch gibt? Rabe? Firma Rabe? Achso, du meinst jetzt mit vier Dings, mit landwirtschaftliche Dings da, Rabe meinst du, mit Fluch und so? Nee, kann ich dir auch nicht sagen, du. Müsste ich auch jetzt selber nachgucken. Andreas Nips für die Landmaschinen. Achso, ja. Raphael Moring, moin. Nee, müsste ich auch googeln jetzt, echt, oder irgendwie. Wüsste ich jetzt immer aus dem Stegreif nicht. Cool gemacht, das Ganze da. Rainer, was hab ich gerade gemacht? Weiß ich doch nicht. Oh, Jimmy, dankeschön. LSRD, Mades, Abend, Mades. Nö, ich habe jetzt keinen Bock zum Braten. Ja. Hast Pipi gemacht oder was, Rainer? Ich war auch kacken. Kacken, ja, kannst auch haben. Ne. So, siehst du, da muss ich doch noch ein paar Ecken nachfummeln hier daheim. Grupper. Ich gebe mir mal eben Kaffee. Bis gleich, liebe Leute. Ja. Gute Jagd, Detlef.
So, da bin ich wieder. Jo, Detlef. Willst du essen? Sollen wir mal essen? Kann ich später. Jo. Rainer sagt besser. Was? Rate mal. Besser. Aha. So, was meint ihr denn jetzt so? Wollen wir noch umsteigen woanders hin oder hier noch weitermachen oder wie hättet ihr das gern? Runde North Brabant. Haben wir noch jede Menge zu tun. Hä? Fahr ich lieber da. Bin auch da, war mal und habe mir den Shifter gekauft, Paddy. Ja, siehst du. Eine geile Sache. Den kann man hier auch für LS17 und so auch gut gebrauchen. Habe ich mal noch eingestellt für Drive Control. Vorwärts, rückwärts fahren und, ne? Geräte ausheben mache ich damit und all so ein Kram. Ich bin für Sandy Bay, Lupsan Schorsch. Ja, so gucken, was wir an Arbeit haben da zu zweit, ne? Ganz dolle ist da nicht. Zwischen Flügen, Gülle fahren. Ne, was war da noch? LS17, sagt bei Lena. Ja, können wir gleich machen. Muss ich auch noch mal eben updaten. Und dann müssen wir eben gucken. Ich glaube, dass im Torref noch ein paar Dinger fehlen, dann musst du die gleich eben runterladen dann. Jo. Warte mal, war das jetzt? Verkehrten. Denn in Zukunft kein 15er mehr, ne? Nur mal so eine Frage eben. Ne, was ist denn jetzt Kuh? Ach, da ist Kuh. Abladen unmöglich, warum? Ging doch vorher auch, da geht's. Sag mal, such mir hier die Knöpfe zurecht, du. Ach, das ist zu weit weg. Dann kipp ich die da auf den Bulden und kipp die dann nachher mit dem Frondi rein, das geht auch. Na gut. Geht auch nicht. Der Mann hat so. Immer wieder üben. Was, Reinhard? Was meinst du?
Guck's doch, auch alles 15, weil ich habe ihn eben die gelesen. Da haben wir es angesagt. Oder Brutstar, können wir auch mal einen Brutstar, haben wir auch noch genug zu tun, ne? Gülle fahren. Und nach Polen. Da haben wir es angesagt. Jo, ich bin für Barbaren, spiele momentan auch. Und alles drücken an, Leute. Umsteigen, gut, machen wir. Reni Wübben, Moin Butcher. Oder Brutstar. Oder was denn nun, wer was? Tommy, 45, moin, der ist auch da. So. Doch auch alles 15, wenn es sein muss. Was, Schorsch, wenn was sein muss. Moin ist auch nicht schlecht. Was, Reinhard, da kann ich mal anfangen. Moin zockt auch gerade die Map. Welche? Spiel doch, was du möchtest. Moin. Was wollen wir denn machen? Was meinst du denn? So, Ralf. Ich war mal nicht für Polen diesmal. Gut. Was? Ein bisschen was haben, wo wir was machen können, ne? Ja, hattest du nicht auf Schloss Brabant noch hier noch zu tun? Brabant, jo. Da habe ich ja jetzt geflüchtet und bin noch grobern dahin, glaube ich, ein bisschen. Dann haben wir da noch die kleinen Kartoffelfelder, wa? Wo wir mit dem kleinen Gerät flügen. Ja. Nee, Quatsch. Die können wir grobern. Ja, Kartoffeln, gut, die flücht man eigentlich nicht in echt, aber die haben wir geflücht. Ja, ja. Die könnten wir diesmal grubbern. Mhm. In Brabant und dann Kartoffeln wieder rein. Da ist noch genug zu tun, jo. Mit Mist gefahren noch. Die großen Stellen kann ich noch grubbern gleich. Oder bin ich ja schon angefangen, können wir einen Helfer ansetzen, naja. Genau. Gut, gehen wir nach Brabant. Ups, genau. Fahre ich um den Hof, mache hier aus und dann können wir am nächsten gehen. Wie sieht denn das aus in Zukunft? Mal so allgemein rumfrage. Kein 15er mehr, dann lasse ich das. Dann spiele ich die für mich alleine noch. Siehst du, der Reinhard schreibt, kannst doch alles 15 alle paar Tage machen. Ja, kann ich mal auch machen. So, nur zum mal so Beispiel, wenn ich... Ha? Passt es doch wie diese Woche, da ist Spätschichtwoche, da kann ich nicht. Ja, da kannst du doch sowas wie LS 15 ETS machen. Ja... Immer mal zur Abwechslung. Können wir auf die ETF können wir so mal zwischendurch dann klar. Warum? Ups. Läuft ja jetzt. Ach ja, gute alte Schönebeck. Was habe ich die gesüchtet? Claudius, ja, ich auch. Was glaubst du ja. Wohl, weil ich viele Stunden hier rum habe, du? Nicht nur hier. Das Ding ist, sie ist immer wieder geil. Vor allen Dingen, jetzt spiele ich die gerade hier in 4K, Claudius, und das sieht geil aus. Kein Gedaddel, nichts mehr. Glasklar alles. Also mit dem Dings hier bald, nö, da kommt bis auf die Modelle oder so, sag ich mal, kommt. Es gibt sie nicht mit. Irgendwie. Weiß ich nicht. Richtig cool. Gut. So. Janis schreibt es auch. LS15 kannst du weitermachen und ETS erst recht. Das kommt auch wieder. Warum? ETS auf alle Fälle. Hier schön 1600 danach, ne? Im E-Werk, jo. Gut, dann gehen wir nach Brabant. So, zack. Ups, dahin. Speichern, jo. Bloß, das habe ich jetzt da. Müssen wir gleich mal gucken, wie das läuft. Weil 17 habe ich jetzt auch per Monitor auf Dings gestellt, ne? Was muss ich jetzt machen? 17 an. Aber ich ziehe mir gleich mal ein langärmeliges Hemd an. Wird kalt hier. In der Zeit, wo du updatest. Mods. Mal gucken, wo sind die Updates? Einmal. Nee, Quatsch. Das ist installiert. Hä? Habe ich schon das Neueste? Sonst würde der mir noch ein Update sagen hier. Drei Updates. Das sind die. Die dürfen wir nicht updaten. Wir werden dann manuelles ankuppeln und die Schleppstange gibt es auch ein Update. Das habe ich schon. Hast du schon, ja. Lemken Azur Hybrid. 2700.
Habe ich drauf? Was da drauf? Installiert ist 2.6. Also muss das raus und das andere. Du hast die neue drauf, ne? Mhm. Ist da jetzt der Fronttank bei oder wann? Der ist jetzt mit drin, ja, aber immer noch in grün. Mann. Wie meinen das jetzt? Die rausschmeißen und die neue rein oder wann? Oder wie? Hm, ja. Er sagt, aber zeigt das bei, er sagt, Update zeigt das ja nicht an, ne? Ne. Muss ich die rausschmeißen, die installieren? Jo. Machen wir es mal eins nach anderen. Und den Ankuppelmod auch nicht da. EDLDD, da habe ich jetzt drinnen. Der, das ist 1220. Der manuell Ankuppelmod. Und das Update ist 1220. Den habe ich drin dann. Du hast ja schon. Müsste ja sein. Na, dann brauche ich jetzt. Oh, hier, die Köckerling, die ist auch nicht schlecht. Aber naja, gut, brauchen wir jetzt nicht. Das wollen wir noch machen. Hm, achso. Die brauche ich jetzt. So, den Rest lassen wir erstmal so, damit wir ans Spielen kommen, ne? Hier Heuwender Rechen für nachher für die alte, für alte Maps. Das ist nicht schlecht. Bin klein, muffig. Zurück, dann habe ich eigentlich alles. Das musst du gucken gleich. Mach es mehr Spiele auf. Die sind alle von. Oh, Quatsch, sind die alle von Mutat? Starte einfach mal, sehe ich gleich. Ich sah, den Johnny habe ich ja selber schon drauf. Den hast du. Den 78 und habe ich auch drin, aber den brauche ich ja nicht anmachen jetzt. Ich guck mal eben kurz durch. Die brauchen wir da nicht. Das sind alles alte. Der 800 ist drin. Die Ford. Brauche ich nicht, ne? Aus Brabant. Der 78 ist der 7800, wa? Ja, der ist, das ist der aus dem, Ruf Bergmann Pack. Potentel zeige ich nicht an. Brauche ich noch nicht. 7710. Wollte ich noch am Sound was machen. Lass aus, brauche ich nicht. Brauchen wir jetzt nicht. Mhm. Die kleinen Amazon-Streuer kannst du mit reinholen. ZAM 1000. Ja, den habe ich schon drin, ja. Gut. Das ist das Set, ja. Mit allen dreien. Die sehen gut aus. Ja. Deutsch Agroschraf 421 hast du. Jo. Namen Schalhase. Der ist drin. Das sind alles die alten. Was hat er noch? Nix. Den IAC hast du auch drin. Hm. So, die haben wir die 27. Den Tank habe ich extra. Die 1.0 noch. Von der Drille da, ne? Ja. Den 6er Johnny. Ach, da hatte ich mir noch einen John Deere 5085M 1,3. Brauche ich jetzt nicht anmachen. Können wir denn machen? Den 78er Johnny? Und vielleicht für den Hof mal austauschen. Den kannst du mal reinholen, den 6810 von Dings. Den 1004 ist das. Das ja, starte einfach. Den habe ich aber aus dem Pack, was du mir geschickt hast, habe ich den. Naja, dann habe ich den. Kramer LT auch aus dem Pack. Ja. Den muss ich dann noch rüber. Den Hof irgendwie mal rumdödeln da. Sonst noch irgendwas? Nee, das war die, die hast du. 122. Das manuelle Ankuppeln, 122, das müsstest du jetzt auch haben. Ein alter Tankwagen, den brauchen wir jetzt nicht. Das ist auch aus dem Pack. Das, den kannst du aber auch mit reinmachen, hey, für andere Maps. Ein Wasserwagen und Milchwagen. Das haben wir, das ist alt. Der ist da. Valtra S-Serie und Valtra T-Serie 1100 hast du, ne?
Ja. Hatten wir letztes Mal auch drin, ja. Ja, mehr ist das auch nicht. Map Autosave. Brauchen wir jetzt nicht. Schweinekram. Diese Schweine kaufen wollte ich auch noch. Können wir auch machen dann. Noch Maismassaker machen. Zwei Spieler, Boni, Start. Deutschland 2, auf geht's. Oh Leute, ich kann gleich, du gleich ab, ich bin gleich da, ich komme noch mal eben schnell und zieh mir an das Hemd an, das schälen, oder? Irgendwie. Mal gucken, mein AMD macht mir das warm. Ja, kaum mache ich das an, schiebt sich mein ganzer Scheißkram hier wieder. Ah, der läuft jetzt auf Dings. 4K. Also das sieht nicht so scharf aus hier, ne? Meckern tut er. Hä? Meckern? Ja, meckert wegen. Ja. Deswegen? Zwei Sachen. Was für Dinger? Die GTXM PF5000, das sind die, müssen die Mischstationen sein. Sind die neuesten? Hast du die runtergeladen? Die 151. Ja, V151. Ja. Komisch. Naja, nochmal. Rinschmeißen. Und wegen dem Johnny Meckotter auch, wegen dem kleinen. Wegen den 78er. Dann gucken wir erstmal, was die Mischstation hinkriegt. Den Johnny können wir rausnehmen gleich. Ich das wieder. Jetzt kriegt den nicht mehr an. Oh, Lecco Mio, das hatte ich erst auch schon mal. Es geht gar nichts mehr. Komme ich da nicht mehr rüber auf den. Scheiße. Meine Maus weg. Ist zum Kurzen. Das war's, Sambul. Irgendwie. Gib dir den wieder rüber, muss ich das wieder machen? Mann. Und was war's? Geht oder geht? Den Johnny musst du rausnehmen, da habe ich nämlich die 106 drauf. Dann müssen wir den, kriegst du den nochmal. Jo. Also alles wieder zurück. Alles neu einstellen. Wegen des Sound eben gar nicht. So das nicht. Welcher ist das? Der 7810? Der 7810, ja, den schicke ich dir dann nochmal. Da habe ich schon die 1006, du hast die 1004 darum. Ich hab doch gar nicht angehabt eben. Hm. Oder den 6810. Von der den 6810. Den meinst du? Den 6810, ja. Gut, den haben wir. Und das andere haut jetzt hin, oder wann? Ich lade die mir nochmal runter. Der Mac hat bei mir gemeckert mit der 151 bei den Mixing-Stationen. 151 steht bei mir. GTX-Mode. Ja. Ja.
Sonst muss ich dir den schicken. Aber dann kann ich den Stream höchstwahrscheinlich ausmachen, weil der sich letztes Mal aufgehangen hat, wenn ich Skype noch anmache. Nö, ich lade ihn mir nochmal runter. Das hatten wir schon ein paar Mal. Mhm. Von Mothauser, ne? Hatte ich die. Ah ja, ja. Pier 5000 und die MS 2001. Hm? So, that happy, that happy. Nimmst du da raus? Oh, zeigt er mir das nicht mehr an. Schwarzer Bildschirm. Lecco mio. Was soll das denn jetzt? Wieder. So ein Schwachsinn, ne? Bin soweit. Ja, ich krieg meine Kiste nicht in die Gänge hier. Die Moniteure wieder verrückt. Jetzt habe ich Sound. Hält er da? Der geht rüber. Mal gucken. Mal gucken, was nun passieren tut. 3 und lief der. Nee, das jetzt geht, dann geht der wieder nicht rüber. Kannst du das nochmal einstellen? Hör ich da gar nicht an. Mal da auch nicht, brauche ich auch nicht. So, jetzt. Diddelt und zittert jetzt scheiße. Wird nix. Mäh. Irgendwie sieht das scheiße aus. Auf 2,4K jetzt, aber irgendwie ist das daddelig.
Kommst du rein jetzt? Mal eben so gefragt. Ach, kannst vergessen. Ja, du bist, glaube ich, gerade in Singleplayer Young. Ja, stimmt sowieso nicht mit der Grafik hier. Der Johnny, das ist die ganze Grafik im Eimer. Wieso das jetzt? Oh Mann. Und gibt der mir. Was das jetzt soll, weiß ich auch nicht. Ach nee, warte mal. Der läuft jetzt auf 2 und... Gib mir mal 4K. Mal gucken, was er denn sagt. Weiß ich auch nicht. Dann ist der... Hat er die gleiche Auflösung wie der Monitor auch. Ist das wieder weg? Ja, möchte ich behalten. Das ist ein Tag heute noch. Mal sehen, jetzt läuft der auch auf 4K. Also jetzt sagt. Ich glaube, das Video will ich glaube ich nicht hochladen. Das ist das da, aber mein Tylit ist nicht mehr da. Ach du Scheiße. Genau, Knubbel. LS17 weigert sich, weil du ihm mit LS15 fremdgegangen bist. Oh, Frame-Einbrüche ohne Ende. Du Scheiße, wie sieht das denn aus da oben? Das Ganze knicken. Das ist nur am Daddeln noch oben bei YouTube. Oh, hör auf, nee. Sieht ja nur noch beschissen aus oben in YouTube. OBS ist rattenscharf. Das läuft auch. Ohne Latenz mit und oben in YouTube, das ist. Den Chat sehe ich auch nicht mehr. Den kriege ich bestimmt auch wieder nicht hin. Ach, da schaltet er jetzt um. Wieso ist das so daddelig? Unten sieht das gut aus, aber bei YouTube nicht. Na, bei mir lädt er YouTube schon mal gar nicht mehr, gerade. Ne? Jetzt wieder, ja. Jetzt geht's aber. Jetzt geht's. Ja, wenn ich stehe, geht's sowieso, aber wenn ich mich bewege jetzt und laufe mal irgendwo auf dem Objekt zu. Hier sieht das rattenscharf aus jetzt. Aber YouTube, siehst du, das kachelt wie Sau, das hatte ich vorher auch nicht. Irgendwo 1,9 mal runterstellen, den Monitor auch war. Und die Monitor hatte ich vorher auf 3,0 laufen, auf 4K. Das heißt, das Bild und der Monitor wird ja abgegriffen. Das ist eben was nicht richtig. Ist das?
Wenn ich mich bewege, dann kachelt das und schmiert das wie Sau, ne? Bei dir müsste das so sein. Und ja, OBS nicht, das läuft wie Sau hier, hundertprozentig. Ja, und eine CPU-Auslastung von 60%, jetzt habe ich vorher auch nicht gehabt. Also hier zum Spielen die Einstellung ist, was ich sehe, hier ist rein. Und OBS auch. Und da oben über ist YouTube. Das sieht... Guten Abend, moin, Schorsch. Der Tag ist heute, den können wir von dem Kalender streichen. Hätte ich mal nachlassen sollen. Guck mal eben da hinten hin. Ah, der kommt nicht schnell genug nach hier. Mit seinem Umrechnen, das ist das ganze Problem. Bei 4K, das ist das Ding. Deswegen schmaddelt der ohne Ende da. Oh, was machen die jetzt? Bin ich da? Dann will der nicht. Soll ich da stehen? Weiß ich auch nicht. Was machen wir denn? Ja, sieht aber blöder aus, sobald du schwenkst. Dann wird das daddelig, ne? Ja, hast du. Wird's richtig pixelig. Raus. Umstellen. Kann ich nur so nicht, muss ich Spiel ausmachen. Komplett. Das Stream unterbrochen. Weil das stimmt mit dem Monitor dann wieder nicht überein, ne? Hm. Mann, jetzt. Boah, der ist ja gleich ganz abgekackt hier. Linear, das kann sein. Ich mache mal eben den Stream aus. Bis gleich, Leute.